heute zum 9. Mal das U14-Bundesliga-Turnier statt. Es ist eines der renommiertesten Jugendhallenturniere deutschlandweit. 12 absolute Top-Teams haben sich hier zusammengefunden, angeführt von Bayern München, Union Berlin und RB Leipzig, den Top 3 sozusagen in der deutschen Fußballmannschaft. Im Moment. Wir sind mittendrin, die Vorrunde ist gespielt. 10.45 Uhr ging es da bereits los. Und vor wenigen Augenblicken begann die Viertelfinalpartien. Und wir schauen direkt mal rein ins Geschehen. Der VfL Wolfsburg trifft auf Hannover 96. Wolfsburg direkt mit der ersten Gelegenheit in den gewohnten grünen Trikots von rechts nach links. Hannover 96. In Weinrot, so wie man das kennt. Und die Hannoveraner, so viel sei ihnen gesagt, haben hier bislang ein hervorragendes Turnier gespielt. Alle drei ihre Partien konnten sie gewinnen. Und lassen hier direkt mal aufhorchen. Also 1:1, zumindest was die Chancen anbelangt. Insgesamt 12 Minuten werden gespielt. In der Vorrunde waren es noch 10, aber jetzt hat man gesagt, für die Viertelfinalpartien gibt man den Jungs etwas mehr Zeit. Wir schauen mal so ein bisschen auf das, was uns alle gemeinsam in den kommenden Stunden erwarten wird. Das ist Jugend-Juniorenfußball der allerfeinsten Sorte. Also so viel sei Ihnen verraten. Bayern München, wir haben das gesagt, mit dabei RB Leipzig, die TSG 1899 Hoffenheim, ihres Zeichens der Titelträger im Moment. 2020 fand das letzte Turnier statt. Das konnte man mit 3:1 im Finale gewinnen gegen den FC Bayern München. Und die TSG hat es auch in diesem Jahr in das Viertelfinale geschafft. Später dazu mehr. Jetzt erstmal der Blick auf Hannover, die da versuchen durchzukommen in Person von Joshua Sievert mit Rücken Nummer 5. Der schafft das dann aber nicht ganz gegen die kompakt stehenden Wolfsburger. Gespielt wird 1:4, ein Torwart, 4 Feldspieler. Und ab hier gibt es natürlich, Sie kennen das, meine Damen und Herren, kein Zurück mehr. Bei Unentschieden geht es hier, und das werden wir im Verlaufe des Tages bestimmt noch das ein oder andere Mal erleben, nicht in die Verlängerung, ja, ein Stück weit schon, aber zumindest nicht ins Elfmeterschießen. Man hat sich hier etwas Besonderes einfallen lassen. Es geht in ein Sudden-Death-Format. Uiuiui. Und das ist das Tor, Joshua Sievert. Von Hannover 96, vor wenigen Augenblicken noch an der Wolfsburger Abwehrreihe gescheitert. Jetzt ist er den Ticken schneller als die Wolfsburger Hintermannschaft und staubt ab. Sie haben das jetzt hier schon einmal gesehen. Die Halle hier in Sondershausen ist voll umrandet. Das ist eine durchgehende Bande. Da springt der Ball also schnell zurück. Da musst du immer wach sein. Und das war Joshua Sievert eben in diesem Moment und bringt Hannover in Führung. Das ist hier natürlich auch gerade eben ein Spiel mit Brisanz, das Niedersachsen-Duell zwischen Hannover und dem VfL Wolfsburg. Und ich habe mich vor diesem Turnier bzw. während der Vorrunde so ein wenig mit den Trainern, mit dem Staff, mit den Jungs, mit den Spielern hier unterhalten. Die sagten alle, ja, wir kommen hier nicht hin, um die gute Stimmung zu genießen, sondern um hier ordentlich was mitzunehmen. Angeheizt werden die Jungs von knapp über 400 Zuschauern, die Halle damit restlos ausverkauft. Man hätte wohl, so hört man, über 1000 Tickets verkaufen können. Da wurde schon, Sie sehen das, hintern an der Wand eine mobile Tribüne aufgebaut, um noch ein paar mehr hineinzulassen. Da platzieren sich insbesondere die Spieler während ihrer Spielpausen, schauen sich die Kontrahenten so ein wenig an und sehen, wie Hannover 96 das hier bislang richtig clever macht. Diese eine dicke Gelegenheit für Wolfsburg nach wenigen Augenblicken, aber mehr war es dann eben auch nicht für den Moment, was Hannover zugelassen hat. Jetzt vielleicht mit der lange Ball schön runtergenommen. Ja, das macht er gut. Anton Paul mit Rücken Nummer 9 bei den Wolfsburgern behauptet schön den Ball. Und jetzt vielleicht, da ist der Anton Paul.
langer, schlaksiger Spieler, auch in diesem Alter schon. Und der steht dann eben genau richtig. So wie das Joshua Siewert auf Hannoveraner Seite gelang, so geht es jetzt dem Wolfsburger Anton Paul in diesem Moment. Er steht genau dort, wo er eben stehen muss, schiebt den Ball ein, 1:1, alles wieder offen. Ja, der Ball war ein wenig hoch, der Befreiungsschlag von Diego Ignacel Capel im Kasten der Wolfsburger. Natürlich passiert das immer mal wieder, dass der Ball über diese Vollumrandung drüber hinaus springt. Dann geht es weiter mit Einspielen und das ist die dicke Gelegenheit für Hannover. Durch Elias Hernandez Soler. Spitzer Winkel, aber er kommt dann eben nicht vorbei an dem Schlussmann, der Wolfsburger. War natürlich nicht Elias Hernandez Soler, der spielt ja auf Wolfsburger Seite. Sei es drum. Dicke Gelegenheit, auf jeden Fall für Hannover. Der Ball kommt gut etwas zu lang für eben beschriebenen Elias Hernandez Soler. Das ist er nämlich, der 18er bei den Wolfsburgern. Das ist der 18er auf Hannoveraner Seite, der das gut macht. Alessio Hammer ist sein Name. Spielt bislang ein gutes Turnier. Kleiner, wendiger Spieler, geht oft ins Dribbling. In Hannover ist um einen konstruktiven Spielaufbau bemüht. Jetzt vielleicht die Gelegenheit, knapp links vorbei. Hannover ist und bleibt für den Moment die tonangebende Mannschaft. Knappe 4 Minuten sind es noch in diesem ersten von insgesamt 4 Viertelfinalspielen. Hannover und Wolfsburg, das ist klar, die schaffen den Sprung ins Viertelfinale. Werder Bremen, RB Leipzig sehen wir gleich. Hertha BSC als Erster nach der Vorrunde. Der erste FC Magdeburg schaffte als Achter gerade eben noch den Sprung. Und natürlich die zwei Geheimfavoriten Bayern München. Oder nicht Geheimfavoriten, die Favoriten natürlich für dieses Turnier. Bayern München und 1899 Hoffenheim. Die jeweiligen Sieger 2019 und 2020. 2021 konnte dieses tolle Hallenturnier nicht stattfinden. 2022 im vergangenen Jahr konnte man zumindest eine Freiluftvariante initiieren. Da trafen sich ein paar Teams, spielten auf Großfeld ein Turnier gegeneinander. War auch ein ganz tolles Event, welches man da veranstalten konnte. Aber dieser Hallencup in Sondershausen ist und bleibt nun mal etwas Besonderes. Ein Highlight, das haben auch die Jungs verraten, im Wettkampf, im Spielkalender dieser Winterpause, bevor es dann in wenigen Wochen weitergeht in den Ligen. Die Wolfsburger sind nach wie vor um Entlastung bemüht. Immer wieder der lange Schlag da angesetzt, der jetzt schon das ein ums andere Mal oben an die Decke ging. Hier das Foul vom Hannoveraner, vom Torschützen, von Joshua Siewert. Und dann die Möglichkeit für Wolfsburg. Und das ist er nochmal mit Kopf. Oh, das macht er wieder gut, der Anton Paul. Aber diesmal reicht es eben nicht ganz. Und aus der zweiten Reihe versucht es einmal Tim Neininger. Ja, Wolfsburg setzt jetzt Nadelstiche. 2 Minuten sind es noch.
zu gehen in diesem ersten Viertelfinale. Insgesamt 18 Partien wurden in der Vorrunde gespielt. Die Mannschaften wurden in drei Gruppen unterteilt. Also jede Mannschaft mit drei Gruppenspielen. Daraus wurde dann eine große Tabelle entwickelt mit allen 12 Mannschaften. Die Top 8 schafften den Sprung ins Viertelfinale. Hannover, wie gesagt, alle drei Spiele gewonnen, insbesondere zum Auftakt. Das war schon ein Ausrufezeichen. 2-1 gegen den FC Bayern München. Ein bisschen profitiert von einem Abwehrfehler der München. Aber das war egal in diesem Moment. Hannover machte das clever, verteidigte gut weg. Überragenden Keeper mit Dirk Peters, der sich hier heute schon das ein ums andere Mal auszeichnen konnte. Ja, das kann auch mal passieren, dass der Schiri da im Weg steht. Geht weiter, Sie hören das an der Musik. Die letzte Minute läuft. 40 Sekunden sind es noch. Gelingt einer Mannschaft der Lucky Punch. Der geht tatsächlich sogar durch. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen auf dem Kamerabild. Es ist hier letztlich eine Dreifelderhalle. Sie kennen das bestimmt. Solche Trennelemente, die natürlich hochgefahren wurden. Und der Wolfsburger Keeper schaffte es soeben, über alle drüber hinweg zu schießen. Der Ball trudelte also zum Abstoß hinaus. Es sind noch 5 Sekunden. Hannover müsste jetzt. Versucht's nochmal. Nein. Das reicht nicht, die Zeit ist rum. Und wer hätte das gedacht? Direkt im ersten K.O.-Spiel gehen wir in das Sudden Death. Und ich glaube, das muss ich Ihnen und euch daheim im Livestream sicherheitshalber noch einmal genauer erläutern. Selbst ich musste mich da auch erstmal einlesen. Man hat sich hier etwas Besonderes einfallen lassen. Es wird jetzt eine Minute gespielt, aber eben nicht mehr mit 4 Feldspielern. Sondern nur noch mit 3 Feldspielern. Sollte nach dieser Minute immer noch ein Unentschieden auf der Anzeigetafel stehen, wird wieder eine Minute gespielt, dann allerdings nur noch mit 2 Feldspielern. Und letztlich ist es nur noch einer, sollte es dann immer noch unentschieden stehen. Und dann zählt nächstes Tor gewinnt, die beliebte Bolzplatzregel, die wir alle kennen. Auf Wolfsburger Seite wird noch so ein wenig beratschlagt, gewechselt werden darf natürlich dennoch. Das heißt jetzt eine Minute Vollgas. Nächstes Tor gewinnt. Hannover oder Wolfsburg? Wer schafft den Sprung ins Halbfinale? Anstoßsituation jetzt ähnlich wie beim Basketball. Sie sehen das. Die Hannoveraner haben da gleich den Höchsten gestellt. Ball wird hochgeworfen und dann, das ist ja überragend, von Laurenz Hein. Der Nummer 7 von Hannover 96, dem wird man jetzt genau das gesagt haben. Laurenz, das ist jetzt wie beim Basketball. Und da dachte er sich, dann nehme ich doch direkt mal die Hand mit zur Hilfe. Und blockt den in feinster Kobe Bryant-Manier nach hinten. Also das Gelächter hatte er in diesem Moment auf jeden Fall auf seiner Seite. So sollte es aussehen, wie jetzt passiert, weil es im Spiel Minute läuft. Und Wolfsburg kommt über links außen. Ja, bekommen sie nicht vorbei an Luis Markgraf, dem Verteidiger der Wolfsburger. Jetzt versucht es der Keeper, aber er geht über die Mittellinie. Das darf er meines Wissens nach nicht. Und dann ist er drin, der Ball. Und das Spiel ist aus. Und es ist Elias Hernandez Soler. Er entscheidet dieses erste Viertelfinale zugunsten des VfL Wolfsburg. Nach 38 Sekunden ist die Entscheidung gefallen. Oh, das ist jetzt natürlich unglücklich gelaufen für Hannover 96. Die gewinnen alle 3 Vorrundenspiele, haben diese Partie über die komplette Distanz eigentlich im Griff. Eigentlich. Und dann
ist es eben Elias Hernandez Soler, der den entscheidenden Treffer macht für den VfL Wolfsburg. Hannover also raus, Wolfsburg im Halbfinale. Das nächste Duell gibt es zwischen dem SV Werder Bremen und RB Leipzig. Bremen und schwer zu erkennen in den klassischen grünen Trikots von links nach rechts. Positionieren sich schnell, relativ offensiv und machen das gut. Über die 16, über Samuel Asante, der hier bislang, das werden Sie auch gleich in den kommenden Minuten sehen, ein richtig gutes Turnier spielt. Offensiv auf der rechten Seite. Hier geht er ins Dribbling, auch wenn der Leipziger diesmal die Nase vorn hat. Ja, noch alles so ein bisschen wild in diesen ersten Minuten. Werder Bremen Dritter der Vorrunde. RB Leipzig auf Rang 6. RB-Trainer Florian Schröder hat vor dem Turnier gesagt, das Viertelfinale nehmen wir uns schon vor. Und ab da ist ja sowieso alles drin. Viertelfinale ist erreicht. Jetzt hat man es hier gegen Bremen mit einem starken Gegner zu tun. Die erste Abschlussmöglichkeit für RB Leipzig. Nicht von Erfolg gekrönt. Ja, RB Leipzig wird versuchen müssen, von Samuel Asante und Elias Frey mit der Rückennummer 10 versuchen, in den Griff zu bekommen und dann Nadelstiche zu setzen, so wie man das schon mal versucht hat vor wenigen Augenblicken. Und dann ist der Fehler in der Abwehr da und es ist Elias Frey, aber der scheitert an Elian Hehner, der das gut macht, der da gut die kurze Ecke zustellt und dann im Gegenzug die Gelegenheit für Damien Carrion-Sago auf Leipziger Seite. Ja, schöne Szenen auf beiden Seiten. Die Bremer mit Keeper Ben Hünicke spielen das etwas anders als viele Mannschaften hier bei diesem Turnier. Ben Hünicke ist schon in den Spielaufbau richtig mit einbezogen. Geht häufig weit raus aus seinem Tor, versucht den Angriff selbst einzuleiten. Bei diesem 4:1 Vierfeldspieler, ein Torhüter, da kann man das natürlich clever verteidigen. Und da geht es eher darum, mal eine Lücke zu finden und für ein bisschen Irritation zu sorgen, den zusätzlichen Mann reinzubringen. Deswegen ist das ein probates Mittel, den Hüter aktiv mit in den Spielaufbau einzubeziehen. Sehen wir jetzt auch bei Elian Hehner, wird nicht angegriffen. Na klar, versucht's mal selbst. Ja, nicht ungefährlich. Dieser Distanzschuss muss in Hünicke hin. Weiß nicht, ob der letztlich hineingegangen wäre, aber der Versuch war nicht schlecht. Ja, wieder Hünicke. Die dicken Gelegenheiten und Werder Bremen bekommt das irgendwie verteidigt hier bislang. Die Mannschaft aus der C-Union-Verbandsliga Bremens, das ist dort die höchste Spielklasse,
Da spielen sie bislang, ist natürlich auch so ein wenig der Anspruch, eine richtig gute Serie. 10 Siege aus 11 Spielen. Ein Unentschieden dabei gegen Oberneuland im November. Aber ansonsten wirklich makellos. 73 zu 6 Tore. Also die dominieren dort die in aller Regel etwas älteren aus den anderen C-Junioren-Mannschaften. Und es bleibt offen. RB Leipzig kommt wieder. Abstoß, sagt der Schiedsrichter. Sagt Carsten Brückner, das ist der Mann in Schwarz in der Mitte, beziehungsweise der hinten von der Bande aus alles ganz genau beobachtet. Und jetzt die Gelegenheit. Kleiner Abwehrfehler bei Bremen, Latte! Riesengelegenheit für RB Leipzig. Ja, weiß ich nicht, ob das Konstantin Sandkötter war oder ein Bremer, der da letztlich zum Schluss am Ball war. Sandkötter einmal mehr. Der geht Hünicke durch die Hosenträger. Aber hat er Glück, der Keeper der Bremer, dass dann nichts weiter anbrennt. Und das kann natürlich auch immer wieder passieren. Nichts passiert für Ben Hünicke, aber man hat eben das Gefühl, dass es jetzt so ein wenig in Richtung RB Leipzig kippt. Bremen schafft es irgendwie nicht so recht in die Tiefe zu kommen, weil RB Leipzig das gut verteidigt. Und immer wieder den Keeper mit, wie hier. Jetzt vielleicht einmal über links. Auch der geht nicht durch. Das ist viel durch die Mitte. Und dann ist die Gelegenheit für Leipzig da. Schlechter erster Kontakt von Niklas Heinicke auf Leipziger Seite. Da war mehr drin in dieser Situation. Weiterhin steht es 0 zu 0. Das Spiel ist spannend. Und Bremen kommt nochmal über links. RB Leipzig hat das im Griff. Asante jetzt vielleicht mal. Ah, das ist natürlich der Kontakt da, aber das ist kein Foulspiel. Alles in Ordnung. Jetzt, Test. Knapp über 3,5 Minuten sind es noch. Und mittlerweile habe ich den ersten Co-Kommentator hier bei mir auf dem Moderationspodest. Vom VfL Wolfsburg ist das Co-Trainer Jan Neuwirth. Jan, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Ihr habt es geschafft. Ihr steht im Halbfinale. Wie ist die Gefühlslage bei den Wölfen? Wir schauen noch mal ganz kurz hin. Oh, der Ball ist drin. Der Ball ist drin. Oh, oh, oh. Wembley-Tor in Sondershausen. Ich glaube, das ist von hier oben ganz schwer zu beurteilen, ob der drin war. Jan, was sagst du? Oh, ich sag auch, ist sehr schwer. Der Schiri hat aber, glaube ich, eine gute Position gehabt. Ja, also die Proteste auf Leipziger Seite hielten sich auch in Grenzen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja. Bremen geht in Führung. Und jetzt die nächste Gelegenheit, knapp verzogen von
Bremer von Thomas Kollewitzio. Jan, jetzt sind wir wieder bei dir. Und mit VfL Wolfsburg, Einzug ins Halbfinale. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Wie ist die Gefühlslage? Ja, sehr gut. Also ich meine, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir haben auch gute Sachen umgesetzt. Die Jungs haben echt gezeigt, was sie können, wie sie Fußball spielen können. Und dann geht das Herz eines Trainers ja immer auf. Es ist ja so, ihr habt als VfL Wolfsburg, als Talentschmiede, sehr, sehr viele Anfragen für derartige Turniere. Wieso fällt denn die Wahl ausgerechnet auf Sondershausen? Naja, du hast hier mit einem richtig, richtig guten Teilnehmerfeld natürlich dann auch ein Turnier, wo du sagst, diese Leistungsvergleiche zu haben, zu schauen, okay, auf welchem Stand sind wir. Und deswegen entscheiden wir uns dann halt auch für solche Turniere, um dann halt da auch, ja, für die Jungs Erlebnisse auch zu schaffen. Das ist es ja auch immer mal wieder, dass du gegen andere Bundesligisten spielst, gegen andere große Top-Teams spielst, um dich da dann halt auch zu messen. Absolut, also es ist ein hochkarätig besetztes Turnier. Du hast in deiner Karriere ja auch schon einiges erlebt, hast früher selbst Fußball gespielt, im Nachwuchs vom VfL Wolfsburg ausgebildet, für Wolfsburg 2 gespielt, Regionalliga für Rot-Weiß Essen, DFB-Pokal 2 Spiele gemacht. Also du hast wirklich einiges in deiner Vita. Die Hallenturniere werden ja aber vorrangig im Nachwuchsbereich gespielt. Ich für meine Warte habe immer gern in der Halle gespielt. Also wie schaut es da bei dir aus? Ja, also ich habe auch immer sehr, sehr gerne da in der Halle mitgespielt, da auch große Turniere mitspielen dürfen, die auch immer richtig viel Spaß gemacht haben. Wie man das hier auch sieht, hier ist viel Feuer drin. Und ja, deswegen, im Herrenbereich hast du es dann ja eher weniger. Da haben wir dann nur eins gespielt gehabt, so ein kleineres dann auch. Aber klar, früher, das war das Highlight immer im Winter, dann nach draußen zu gehen, in die Halle zu gehen und diese Turniere zu spielen. Dann gucken wir mal gemeinsam auf die letzten 45 Sekunden in diesem Duell zwischen Bremen und RB Leipzig. Ball über die Mittellinie, darf der Hüter nicht machen, schnell wieder ins Spiel gebracht. Ja, Leipzig muss jetzt. Tatsächlich. Ja, schade. Sie sehen, hier ist, Jan, das wirst du sehen, auch an der Situation, richtig Feuer drin in dieser Partie. Das war des Guten etwas zu viel. Ganz unglücklich. Dieser Zweikampf, Devin Bischel auf Bremer Seite hat es da erwischt. Der Captain, der ein gutes Turnier spielt, vorangeht. Der auch nicht lang zedert, sondern sagt, Leute, weiter geht's. Wir haben hier einen Vorsprung zu verteidigen gegen RB Leipzig. Muss. 1-0 ist auch immer sehr, sehr gefährlich. Und hier ist vor allem, das kennt man natürlich aus der C-Junioren-Verbandsliga jetzt auch nur begrenzt, mit über 400 Zuschauern. Das ist natürlich auch eine ganz andere Atmosphäre. Müsst ihr da eure Jungs eher nochmal so gefühlt so einen Zacken zurückziehen oder kriegen die das selbst in die Reihe? Das kriegen die eigentlich selber hin. Ich denke, das ist eine große Ehre, vor so vielen Leuten spielen zu dürfen. Das macht den Spaß, immer vor einem ausverkauften Haus, vor Publikum zu spielen. Das ist ja immer das Größte, was man da haben kann. 4 Sekunden noch. Die Zeit läuft runter und Werder Bremen folgt deinem VfL Wolfsburg, Jan, ins Halbfinale. Und schauen Sie sich diese Bilder an. So soll es doch sein. Nachwuchsturnier. Jubel ist groß. Die Leipziger hatten Mitte des Spiels ihre Gelegenheiten. Bremen verteidigte das mit Können und etwas Glück weg und gewinnt letztlich durch ja, das Wembley-Tor von Sondershausen mit 1-0. Und jetzt das vorgezogene Rematch des des Cup-Finales von 2020. FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim standen 2:20, wir haben es gesagt, im Finale. Die Bayern führten nach wenigen Minuten mit 1-0. Letztlich konnte Hoffenheim das Spiel noch drehen, gewann 3:1 und nahm den Pokal mit zurück ins Kraichgau. Du hast die beiden Mannschaften beobachten können, Jan. Wen schätzt du etwas stärker ein heute? Das ist echt schwer zu beantworten, weil ich finde, Hoffenheim, die kommen auch mit den beiden hinten drin ein bisschen über die Füße. Die Bayern sind technisch sehr, sehr stark auch. Da jetzt einen Favoriten aufzumachen, ist für mich schwer. Das sind echt beides gute Truppen.
Und die können beide echt guten Fußball spielen, was man jetzt schon gesehen hat in den vergangenen Spielen. Was eben auch auffällt, du hast ja selbst im defensiven Mittelfeld gespielt in deiner Laufbahn. Das ist natürlich, wir haben das hier auch im Stream bereits angesprochen, im Spielaufbau schwierig, dort Räume zu finden. Hoffenheim hat es jetzt einmal getan. Schönes Dribbling. Und dann bekommen die Bayern noch den Fuß vor und starten direkt den Gegenangriff. Hoffenheim verteidigt das konsequent weg. Neuer Anlauf. Der Hoffenheimer und wieder ein tolles Dribbling und dann ist er drin. Überragend gemacht von Nevio Zumpano. Das zweite Dribbling dieser Güteklasse führt zum Erfolg für die TSG. 1:0 nach knapp anderthalb Minuten. Bayern müssen jetzt kommen. Und dann ist eben das, was ich gesagt habe, Jan. Wie wichtig ist denn der Hüter in diesem Moment für den Spielaufbau hier in der Halle? Extrem wichtig. Du kannst immer eine Überzahlsituation schaffen, indem du aus dem 4 gegen 4 auf dem Feld ein 5 gegen 4 machst. Du kannst natürlich dadurch auch Räume freiziehen, weil der Gegner ist irgendwann dann auch gezwungen, Druck zu machen auf dich, auf den Keeper. Und dadurch öffnet sich eine andere Lücke, ein anderer Spieler wird wieder frei. Deswegen ist es immer wichtig, einen mitspielenden Torhüter auch zu haben. Ja, der Münchner Keeper Luis Nadler macht das wirklich gut. Technisch sehr bewandert, spielt ja im modernen Fußball eine enorm große Rolle. Während früher der Fokus irgendwie darauf gesetzt war, die Dinger wegzufangen, musste ja mittlerweile grundsolide kicken können. Das können die hier alle in dem Alter schon weiterspielen, sagt der Schiedsrichter. Die Bayern ärgert. Hoffenheim hat die Gelegenheit. Nadler ist da und kann das zweite Tor durch Imade noch verhindern. Oh, da kommt der Ball auf Umwegen zu Efe Güven. Hoffenheim macht weiter Druck. Rechts außen dort. Sie machen das clever. Und das ist ein Foulspiel für mich. Ja, richtig. Ja, auch wenn es da Proteste gibt. Also das, was wir angesprochen haben, Jan, da ist ja richtig Frühphase der Pubertät, klar, zählt auch mit dazu, aber da ist ja richtig Dampf unter der Haube. Ja, na klar. Jeder will das Spiel gewinnen. Also jeder will das Turnier gewinnen. Und deswegen, da musst du die ganze Zeit dran sein, lässt du den Jungs einen kurzen Moment Platz oder bist nicht richtig dran, nutzen die das eiskalt aus und können dann auch frei aufs Tor zu laufen teilweise oder spielen dann halt in Überzahl. Und deswegen sind die Jungs die ganze Zeit auf Zack. Deswegen, das geht hin und her die ganze Zeit. Und mit viel, jetzt viel die Bayern! So ist es, Jan, du hast es gesagt. Die Bayern mit dem Ausgleich. 1:1. Es ist Philipp von Taube, der trifft für die Münchner. Alles wieder offen, alles auf Null gestellt und dann der Fehler in der Abwehr. Wieder ist es von Taube und wieder ist er drin. Im Lewandowski-Style mit der Hacke zum 2:1. Das ging schnell. Das ging richtig schnell. Das ist eben der Fußball, den du hast. Es geht so unzügig. Du führst in der einen Sekunde, in der nächsten bist du wieder hin. Aber genauso kann es ja auch wieder umgekehrt sein, ne? Ja, ganz genau. Die Münchner hatten in der Anfangsphase dieser Partie etwas Glück und einen starken Keeper. Aber jetzt so ein bisschen mehr Anteile an dieser Partie. Ja, ich glaube, hier ist noch einiges drin in diesen 7,5 Minuten, die noch vor uns liegen. Das dritte von insgesamt 4 Viertelfinalspielen. Wer folgt Wolfsburg und Werder Bremen ins Halbfinale? Hoffenheim versucht, ein bisschen Ruhe reinzubringen. Dann der Fehlpass vom Keeper. Dicke Gelegenheit nochmal. Oh, und dann bügelt er den wieder aus. Macht seinen Fehler wieder gut. Florian Bock auf Seiten der Hoffenheimer. Und dann ist die Uhr angehalten. Oh, hier ist was drin. Du, meine Güte, Jan. Auf jeden Fall. Geht hin und her. Jetzt ist es wieder Hoffenheim. Die kommen, Ball ein bisschen zu weit raus, gut zugestellt. Ja, das war ein
Bisschen zu viel. Jawohl. Freistoß für die Bayern. Jan, du spielst auch selbst noch aktiv, habe ich gesehen. So ein bisschen zumindest nebenher. Wie gestaltet sich denn dein Alltag beim VfL? Ja, genau so ein bisschen. Wie es halt die Zeit zulässt, versuche ich schon noch zu kicken. Weil da kitzelt der Fuß dann immer schon noch. Genau, ich bin in der Oberliga aktiv noch. Bin da immer mal wieder auch beim Training, so wie es zeitlich passt. Dadurch, dass wir halt auch immer nachmittags trainieren, ist es so, dass sich das immer überschneidet. Dadurch hast du wenig Zeit selber zu kicken, aber man ist jeden Tag auf dem Fußballplatz. Wir kicken natürlich dann auch mal bei den Jungs das ein oder andere Mal mit. Wer gewinnt da? Meistens die Trainer. Genau, und ja, machen auch kleine Späße immer zwischendurch unterm Trainerteam, spielen da kleine Sachen aus. Das gehört halt mit dazu. Also ohne Ball geht es dann natürlich auch gar nicht. Jetzt Hoffenheim. Die Möglichkeit zum Ausgleich. Nachschuss, Tor! Da ist er drin. Und es ist wieder die Nummer 8. Nevio Zumpano, der schon zum 1:0 getroffen hatte für die Hoffenheimer. Die Hoffenheimer ja anders als deine Wolfsburger in einer eigenen Staffel, in einer Sonderspielrunde mit den U14-Mannschaften beispielsweise vom VfB Stuttgart, vom SC Freiburg, Kaiserslautern. Ist das ein Vorteil gegenüber euch, die in der Verbandsliga gegen, ohne das Böse zu meinen, aber nur nicht die NLZ-Truppen spielen? Ob es ein Vorteil ist, weiß ich nicht. Du hast halt immer die Leistungsvergleiche dann, die haben es dann jedes Wochenende. Wir versuchen halt die Leistungsvergleiche dann auch immer in der freien Zeit zu machen, in der spielfreien Zeit. Oder wenn dann auch zwischen den Wochen, also so mittwochs oder so mal, weil wir dann halt auch jetzt nicht so die Dichte dort haben. Wir haben natürlich Hannover, die um die Ecke sind, Eintracht Braunschweig, dann wird es aber schon mit Osnabrück, wo du ein bisschen weiter entfernt bist. Ja, auch ein bisschen enger, aber trotzdem versuchst du halt immer diese Leistungsvergleiche zu machen oder mit RB Leipzig, dem HSV, da auch immer wieder neue Sachen reinzubringen, weil das sind dann eben auch die Spiele, wo du dich mit dem, ja, mit den Gleichaltrigen misst, wo du schaust, okay, auf welchem Stand bist du denn? Und ja, die Jungs, für die ist es natürlich auch immer überragend, wie auch hier, dann da gegen RB Leipzig oder sonstige Truppen dann zu spielen, weil man halt weiß, dass die Leistungsstärke dann auch teilweise höher ist als in der Liga. Genau. Ihr seid ja ganz gut platziert momentan bei euch in der Liga. Wir hatten das bereits angesprochen gehabt. Ihr löst das ganz gut. Platz 1, 10 Spiele, 10 Siege, 63:6 Tore. Also da brennt wenig an bei euch. Ja, richtig. Also man muss echt sagen, die Jungs haben sich super entwickelt. Nehmen das an gegen ein Jahr Ältere. Weil wir grundsätzlich immer gegen U15-Mannschaften spielen. Dort ist es dann so, dass die Jungs sich dann halt körperlich durchsetzen müssen. Weil das eine Jahr merkt man ja schon dann auch in dem Alter. Aber das, was sie fußballerisch jetzt, wo sie sich verbessert haben, das merkt man schon. Und da gehen dann die Spiele teilweise auch klar für uns aus, was uns natürlich umso mehr freut. Aber dann ist es halt auch so, dass du dich freust, diese Leistungsvergleiche noch zwischendurch zu haben, was wir gerade hatten, um die Jungs dann halt auch nochmal aufzuzeigen, okay, was fehlt noch, woran müssen wir noch arbeiten, was es läuft zum Beispiel auch sehr gut. Und das ist immer das Wichtige, dass man so diesen die Waage hält bei diesen Spielen. Dann. 3 Minuten sind es noch knapp in diesem wirklich hochklassigen Spiel, was die beiden Mannschaften hier bislang zeigen. Es ist und bleibt tipsig und es braucht eine Einzelaktion aller Voraussicht nach, um dieses Spiel in irgendeine Richtung zu kippen. Mark Wisdom Imade mit der Rücknummer 18 bei den Hoffenheimern hatte da gerade mal eine Idee. Die Bayern bekommen es noch gut wegverteidigt bislang. Kommen wieder neu über Nadler, über den Keeper. Man versucht den Vertikalball zu spielen. Hoffenheim macht das gut. Dann gibt es in etwa das nächste Sudden Death, nachdem wir das schon bei Hannover gegen Wolfsburg gesehen haben. Ja, Freistoßpfiff, ein Halten
sagt Schiedsrichter Danny Heise, der da gesehen. Das ist eine gute Position für die Bayern. Die Freistöße werden allesamt indirekt ausgeführt. Also du kannst hier jetzt nicht einfach draufhalten. Kurz gespielt. Sichere Beute für Florian Bock. Dieser Flachschuss. Ein bisschen der Schwung gefehlt. Ne? Jan Neuwirth hätte den wahrscheinlich links oben ins Eck gezimmert. Das kann sein, auf jeden Fall. Im Training zumindest, ja. Gegen die Jungs. Ja, im Training auf jeden Fall. Da schallert schon das eine oder andere Mal oben bei den Torhütern. Da schießt man natürlich dann auch mal, wenn man die Übung vorzeigt. Auch mal gekonnt ins Eck. Aber ja, hier zählt halt Präzision. Du hast halt auch richtig gute Torhüter mit dabei. Wenn du sie da nicht platziert schießt bei den Jungs, die fischen die alle raus. Ja, gespielt wird hier auf Tore, die normalerweise auf dem Kleinfeld zu finden sind. Bis zur D-Jugend wird auf der Hälfte des Felds gespielt. Die U14 ist die erste Altersklasse, die dann auf dem Großfeld agiert. Wie war da so der Umstieg für euch? Ist der gelungen? Also ich kann mich dran erinnern, in meiner aktiven Zeit, ich brauchte gefühlt bis heute, um mich daran zu gewöhnen, dass es plötzlich weitere Wege gibt. Bei euch ging das wahrscheinlich um einiges schneller. Ja, also man hat das den Jungs schon angemerkt gehabt, aber sie haben halt grundsätzlich in der U13 spielen sie bei uns auch schon auf Großfeld. Da spielen sie dann halt auch gegen U15-Mannschaften. Da gewöhnt sie sich dann schon dran. Die ganzen Leistungsvergleiche sind dann schon noch auf dem D-Jugendfeld. Wie gesagt, diese Liga spielen sie dann auch auf dem Großfeld und da ist es halt ja, wirklich die Wachstumsschübe, also das kommt dann noch hinzu und dann kriegst du es auch immer ganz schnell rein. Die Jungs lernen sehr, sehr schnell und können sich dann auch sehr schnell an diese Sachen gewöhnen. 30 Sekunden noch in diesem Duell. V-Spiel. Ja, V-Spiel von Nadim Zugay an Efe Güven, der da so ein bisschen beruhigt werden muss vom Schiedsrichter. Hoffenheim versucht es nochmal über die langen Bälle. Der fliegt nur in Richtung Kampfgericht. Ballbesitz Bayern. Gelingt jetzt einer Mannschaft noch der Lucky Punch in diesem Viertelfinale. Im Rückspiel sozusagen des Finales von 2020. Und dann ist er drin. 10 Sekunden vor Ende machen die Bayern das 3:2 durch Erblin Osmani, der das richtig gut macht. Innenseite, rechter Fuß, linke Ecke, drin das Ding. Und dann verteidigen sie es weg. 2 Sekunden noch. Crunch-Time in Sondershausen. Einmal Ballbesitz noch für die TSG. Das müssen sie jetzt clever spielen, um noch eine Chance zu haben. Ball kommt. Nadler hat ihn. Bayern ist im Halbfinale. Und das sind einmal mehr richtig große Emotionen. Der FC Bayern München revanchiert sich für die Finalniederlage von vor 2 Jahren und schlägt die TSG Hoffenheim in den letzten Sekunden dieses Spiels noch mit 3:2. Tolles Match. Auf jeden Fall. Das ist echt Fußball, den man sich sehr, sehr gerne anschaut, immer wieder. Geht hin und her. Dann hast du jetzt noch die Freude dabei, weil der Ball in der so gut die letzten Sekunde noch reingeht. Dann musst du natürlich die letzten Sekunden noch verteidigen, wo du alles wieder reinschmeißen musst. Und da siehst du halt einfach, die Jungs sich hier anfeuern, wie sie da reingehen. Das ist richtig, richtig guter Fußball. Das macht richtig Spaß zum Zuschauen. Geht nicht nur uns hier so auf dem Kommentatorenplatz, sondern sicherlich auch Ihnen zu Hause an den Bildschirmen. Ein Viertelfinale haben wir noch vor uns. Es ist das Spiel zwischen Hertha BSC und dem ersten FC Magdeburg. Die Hertha spielte eine hervorragende Vorrunde, gewann alle 3 Vorrundenspiele. Der erste FC Magdeburg hatte da etwas mehr zu kämpfen. Oh, das wird hier gleich mal richtig spannend. Keine Hand, sagt der Schiedsrichter. Doch. Wartet dann noch ab, ob sich ein Vorteil entwickelt. Tut er nicht. Verzögerter Pfiff, gut gemacht von Schiedsrichter Martin Hohl, der 33-Jährige, stammt hier aus Sondershausen. Es gibt den Freistoß für die Hertha und der ist drin. 1:0 für die
Berliner durch Ali Salman. Ja, die sind schon Favorit in diesem Spiel, das kann man nicht anders sagen. Magdeburg verkauft sich teuer, hatte in der Vorrunde aber so ein bisschen Probleme. Ich habe mich mit dem Magdeburger Trainer mal mit Jonas Heinemann unterhalten. Der sagte, vielleicht ging das euren Jungs auch so, Jan. Wir spielten dann in diesen Partien und plötzlich führten meine Jungs. Und die waren schon so aufgeregt, die waren schon so on fire und plötzlich führten die auch noch. Damit kamen die irgendwie vom Kopf her überhaupt nicht klar. Zum Schluss verloren die das erste Spiel noch 5-1, brachen hinten raus ein. Das sah Trainer Heinemann gar nicht mal so schlimm. Er sagte, daran wächst du halt wahrscheinlich auch in diesem Moment. Das ist bei euren Jungs, die gehen ja, also jetzt können wir es ja sagen. Was ist denn die Zielstellung bei euch? Jetzt seid ihr im Halbfinale. Ja, also wir wollen immer gewinnen. Das ist bei uns in der DNA drin und das geben wir den Jungs natürlich auch vor. Wir haben eine absolute Siegermentalität auch in der Truppe. Das ist wirklich überragend. Die geben sich nie auf. Aber klar, du willst jedes Spiel, du willst jedes Turnier gewinnen, vor allem wenn es jetzt auch gegen solche Mannschaften geht. So ein großes Turnier dann zu gewinnen, ist für die Jungs natürlich auch überragend. Bislang beste Turnierplatzierung vom VfL Wolfsburg. Ja, hier in der Halle. Hier in der Halle. Da muss ich ehrlich gesagt passen. Ich habe es ausgearbeitet. Platz 5. Platz 5. Okay. Ja, ist schon ein bisschen her. Im Jahr 2018 ja. War das der Fall. Die habt ihr auf jeden Fall schon mal eingestellt. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind so ein bisschen mäßig gestartet. Hatten auch ja, in Anführungsstrichen nur 4 Punkte nach der Gruppenphase. Aber das macht halt diesen Modus so ein bisschen auch aus, was auch ganz interessant ist, was ich ganz interessant war, weil ich es vorher auch noch nicht gespielt hatte. Normalerweise kennt man das ja bei 3 Gruppen so, die ersten beiden kommen weiter, plus die 2 besten Dritten. Aber dass du hier so eine Gesamttabelle hast und dadurch sind wir halt erst noch ins Viertelfinale gekommen, weil sonst wären wir auch wahrscheinlich raus gewesen. Deswegen, dieser Modus ist schon echt was Besonderes. Und egal, was du dann hast, du kannst dann Achter sein nach der Gruppenphase. Aber am Ende, wenn du die anderen Spiele gewinnst, ist es auch egal. So. Hat man ja gesehen. Also Hannover gewinnt. Oh, dicke Gelegenheit für Magdeburg durch Niklas Brösel, der dann plötzlich ganz allein vor dem Herthaner Keeper, vor Lennox Ballwans auftaucht und dann nicht cool genug bleibt. Der Magdeburger Kapitän versucht den Heber. Kleinfeldtore schwierig. Die Hüter das clever machen. Das war die dicke Gelegenheit für den FCM. Ah, Hertha kommt wieder. Durch Elise Blessing. Das ist ein schönes Beispiel auch dafür, wie die körperlichen Attribute im U14-Alter dann teilweise auseinanderdriften. In der persönlichen Entwicklung. Muss nicht immer zwingend ein Vorteil sein. Ne? Also das gehört auch zur Wahrheit mit dazu. Ja, genau. Also bei den Jungs ist es teilweise dann auch, das merken wir auch bei unseren, die Jungs wachsen vielleicht dann auch ein bisschen sehr, sehr schnell, müssen das dann koordinativ dann auch wieder hinbekommen. Das muss nicht immer nur ein Vorteil sein, aber ja, wir haben, ich sag mal, wir dürfen die beiden sehr, sehr gut erleben. Lionel Messi und Cristiano Ronaldo ist ja auch, Ronaldo ist einer, der groß gewachsen ist. Messi ist ein kleiner, der viel durch Dribbling kommt und diese kleine eine ganz gute Gewandtheit auch noch hat. Das sind halt dann auch zwei verschiedene Spielertypen und die hast du hier genauso. Das heißt, die kleineren, ein bisschen oder nicht so kräftigen, die müssen sich dann anders versuchen durchzusetzen. Und das sind aber auch so Themen, die wir unseren Jungs auch immer mitgeben, weil du kannst nicht immer davon ausgehen, dass du 1,90 groß bist und dann ja, dich da überall auch durchsetzen kannst, vielleicht gegen körperlich Stärkere, aber da musst du es halt technisch lösen. Und das ist dann, wie du es auch gesagt hast, hier sieht man das dann immer auch. Du hast kleinere, größere Spieler dabei, aber jeder entwickelt dadurch auch seine Eigenschaften, seine Muster, wie er Fußball spielt. Und ja. Noch ist alles offen. Knappe 7 Minuten noch in dieser Partie. Jetzt kommt Hertha! 2-0! Ja, hervorragend gemacht. Also dort nochmal den Pass in die Mitte. Guter Laufweg von David Esekulude, der sich dort freiläuft und dann ganz cool bleibt vor Magdeburger Keeper Jakob Neumann.
Das läuft alles nach Plan bislang für die Hertha. Magdeburg hatte die große Gelegenheit durch Niklas Brösel, konnte sie nicht nutzen. Jetzt nutzt die Hertha das aus. Und wieder machen sie es schön. Und wieder ist er diesmal nicht drin. Schade. Gute Gelegenheit. Hertha drückt jetzt auf die, ja, wenn das 3-0 fällt, wahrscheinlich schon Vorentscheidung in diesem Match. Die Herthaner werden ja unterstützt vom ehemaligen Bundesliga-Profi Pablo Thiam. Über 300 Bundesligaspiele, über 20 Tore, Meister geworden mit den Bayern und seit 2021 Leiter der Nachwuchsakademie bei Hertha. Und der wird jetzt auch resümieren. Okay, meine Jungs in Blau und Weiß haben gegen die Größten der Welt, wie sie sich ja so schön nennen, der erste FC Magdeburg, hier alles im Griff. 3-0. Lustige Episode habe ich mir vom Magdeburger Trainer Jonas Heinemann erzählen lassen. Der hat tatsächlich, das stellt auch nochmal diese Besonderheit dieses Turniers hier in Sondershausen heraus, seinen Jungs gesagt, pass auf, ihr habt jetzt diese Trainingswoche über Zeit, euch zu beweisen. Und ihr wisst alle, wie toll das hier in Sondershausen ist. Und 10 von euch nehme ich mit und gebt Gas. Und hat gesagt, zum Schluss habe ich mich für 10 entschieden. Da waren auch die ein oder andere Trainer mit dabei, ganz verständlich. Der ist ähnlich gehandhabt, um da mal einen Impuls zu setzen im Training. Also war das schon ein Anreiz, Sondershausen? Wir sagen das immer, dass die Jungs alles geben sollen. Und dann schauen wir auch, dass diejenigen, die dann auch gut trainieren oder auch gute Spiele haben, dass die belohnt werden. Oder die belohnen sich damit dann selber, dass sie spielen. Und so war das dann auch bei uns so hier für Sondershausen. Du hast halt einen größeren Kader, kannst nicht so viele Leute mitnehmen. Und dann fällt halt die Auswahl auf diejenigen, die sich durchbeißen, die Trainingswoche richtig gut gestalten oder auch die Spiele dann gestalten, die man hat. Und so kommt dann die Mannschaft zustande. Knapp über 4,5 Minuten noch. Magdeburg kommt mal über rechts außen. Kriegen sie nicht aufs Tor und die Hertha kontert und zieht mal ab aus der zweiten Reihe. Freistoß, jawohl, gut gesehen vom Schiedsrichter. Aber nicht drin, dieser Ball knallte gegen die Latte, ja, war aber außen am Tor. Eckball. Sagt der Schiedsrichter. Für euch geht es dann im Halbfinale gegen den SV Werder Bremen. Haben wir ja noch gesehen mit ihrem Sieg gegen RB Leipzig. Was erwartest du da für ein Spiel? Sehr, sehr umkämpftes Spiel auch wieder. Wir haben ja gegen Bremen in der Vorrunde auch spielen dürfen. Die Jungs kennen die Truppe eigentlich sehr gut von anderen Hallenturnieren dann auch. 2-2. Also da habt ihr euch alles offen gelassen sozusagen. Genau, richtig. Da haben wir uns alles offen gelassen. Also klar, wir wollen das Spiel wieder für uns entscheiden. Die Jungs sind richtig heiß drauf. Und es wird ein sehr, sehr heißer Kampf aber auch werden, weil Bremen auch eine gute Truppe hat. Deswegen stehen sie auch im Halbfinale dadurch. Und es wird viel Kampf erwartet auch. Und auch ein guter Fußball hoffentlich. Ja, da bin ich mir sicher. Also nach dem, was wir hier bislang so sehen konnten, sowohl vom VfL Wolfsburg wie auch von Werder Bremen, verspricht dieses Turnier hier in Sondershausen noch einiges, meine Damen und Herren. Und jetzt vielleicht der FCM. Nein. Hertha verteidigt das weg. Auch diesen Schuss von Luka Bujak. Und dann fordert Elise Blessing den Ball schon wieder. Kommt nicht vorbei an den Magdeburgern. Für Sie schon einmal als Hinweis daheim an den Bildschirmen. Wenn diese vier Viertelfinalpartien in knapp 2 Minuten dann beendet sind, geht es hier weiter mit der sogenannten Trostrunde. Es spielen also sowohl die Plätze 9 bis 12 der Vorrunde wie die jeweiligen Verlierer des Viertelfinales. Da geht es dann noch um die Gesamtplatzierungen.
Das werden wir natürlich hier weiterhin im Stream übertragen. Wir hier auf dem Kommentatorplatz machen dann mal ein bisschen Pause, atmen mal tief durch. Sie können das also alles genüsslich weiterverfolgen hier in Sondershausen. Gemeinsam mit Jan Neuwirth, du bist dann im Halbfinale. Wir werden dich von hier oben genau beobachten. Aber mit sicherlich ähnlich kompetenten Co. werden wir uns dann im Halbfinale zurückmelden. Wenn es heißt Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg, als zweites ihr dann begonnen wird mit Hertha BSC gegen den FC Bayern München. Das ist jetzt kein Geheimnis mehr nach 4-0, dass die Hertha hier den Sprung unter die Top 4 schaffen wird. Die spielen das hier ganz genüsslich runter. Ja, für Magdeburg war das schon ein großer Erfolg, in dieses Viertelfinale hier hineinzukommen, unter die Top 8, Etappenziel erreicht. Die Hertha, die natürlich auch aus diesem großen Pool Berliner Talente sich bedienen kann und das auch gut macht, das gehört zur Wahrheit auch mit dazu. Wir haben hier einfach ein Fünkchen mehr Glück, können Form, nennen sie es, wie sie wollen, in diesem Viertelfinale. Letzte Minute läuft, verpassen es dann noch einen oben drauf zu legen. Magdeburg kommt nochmal mit dreimal, Ball rechts raus und dann ist es Tor da. Ehrentreffer für den ersten FCM. Toni Sperling ist das mit Rücken Nummer 4. 4-1. Also, Lennox Ballwanz auf Seiten der Herthaner. Wird sich so ein bisschen ärgern, die weiße Weste noch versaut, ein bisschen eingesaut. In den letzten Augenblicken. Jan, vielen lieben Dank an dich für deinen Besuch hier oben bei mir auf dem Kommentatorenplatz. Euren Wolfsburgern da natürlich viel Erfolg im Halbfinale. Wir werden das ganz genau beobachten, da kannst du dir sicher sein. Das war's also, die Halbfinalisten stehen fest. Der VfL Wolfsburg, Werder Bremen, der FC Bayern München und Hertha BSC Berlin stehen im Halbfinale des 9. Allianz Cups, dieses U14-Bundesliga-Turnier hier in Sondershausen. Wir machen hier auf dem Kommentatorenplatz eine kurze Pause. Bleiben Sie gern mit dabei, bleiben Sie gern mit dran. Wir melden uns dann zurück gegen 16.50 Uhr hier vom Kommentatorenplatz, wenn wir in das erste Halbfinale starten. Jan, vielen Dank nochmal und bis gleich.
Hannover Dresden geht mit 1:0 in Führung. Torschütze die Nummer 10, Tim Großmann.
SG Dynamo Dresden geht mit 2:0 in Führung. Torschütze Nummer 17, Alvin Lorenz. Und ich sage, das nächste Spiel darf losfunden. Es ist das Spiel Nummer 24 am heutigen Tag. Und es stehen sich gegenüber der erste FC Union Berlin und der FC Rot-Weiß Erfurt. Letzte Runde läuft. Es geht in Ordnung, Dresden erhöht auf 3:0 durch den Spieler mit Nummer 11, Niklas Heidel, und das 3:0 ist auch der Endstand im Spiel gegen den BSV Eintracht Sondershausen. Im nächsten Spiel der Trostrunde sehen wir den ersten FC Union Berlin und den FC Rot-Weiß Erfurt.
FC Union geht mit 1-0 in Führung, Torschütze die Nummer 5, Philipp Connor Heining. Nächstes Spiel in der Postrunde. Es steht sich gegenüber der 1. FC Magdeburg und die TSG Hoffenheim. Letzte Runde läuft. Weiß reicht aus zum 1:1. Torschütze die Nummer 11, Lukas Weisifakov. Schlussgong 1:1, Danny, das heißt, wir müssen eine Entscheidung herbeiführen. 9 Meter schießen von jeder Mannschaft ein Schütze bis zur jeweiligen Entscheidung. Thank you.
wiederhole nochmal, 9 Meter schießen, ein Schütze von ihrer Mannschaft bis zur Entscheidung. Union beginnt im Spiel gegen Rot-Weiß Erfurt. Und damit haben wir die Sache schon geklärt. Als Sieger geht der 1. FC Union vom Platz gegen Rot-Weiß Erfurt. Nächstes Spiel der Postrunde, 1. FC Magdeburg gegen die TSG Hoffenheim. Und danach das letzte Spiel der Postrunde, Hannover 96 gegen RB Leipzig. Der Magdeburg geht in Führung mit 1:0. Torschütze die Nummer 15, Luka Bujan. Der Ausgleich für die TSG Hoffenheim, Torschütze die Nummer 10, Efe Hüven. Führung für die TSG Hoffenheim, Torschütze die Nummer 13, Valentin Pintor. Ja.
2:1, Torschütze die Nummer 9, Andrija Acimovic. Nächstes Tor für die TSG Hoffenheim zum 4:1. Torschütze die Nummer 22, Aris Silipa. Und gleich noch eins hinterher durch die Nummer 8, Nevio Zumpano zum 5:1. Das nächste Spiel ist das letzte Spiel der Vorrunde, bevor es dann zu den heiß ersehnten beiden Halbfinals kommt. Nächstes Spiel ist dann Hannover 96 gegen RB Leipzig. Letzte Minute läuft.
Hoffenheim gewinnt mit 5:1 gegen den 1. FC Magdeburg. Und wir kommen zum nächsten Spiel, Hannover 96 gegen RB Leipzig. RB Leipzig erzielt die 1:0-Führung. Torschütze mit der Nummer 19, Konstantin Sandkörper.
Nummer 96 kommt zum 1:1 Ausgleich. Torschütze mit Nummer 4, Justice Kulai. Liebe Fußballfreunde, ich sage die nächsten beiden Spiele an. Warum beide Spiele? Weil wir kommen jetzt so langsam ans Eingemachte. Es geht nämlich um das Halbfinale 1 und Halbfinale 2. Das heißt, wir suchen die Endspielgegner um den heutigen Turniersieg. Und es stehen sich danach gegenüber im Halbfinale 1 Hertha BSC und Bayern München. Und im Halbfinale 2 danach der VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen. Letzte Minute läuft. Spielstand 1:1. Sehen wir das nächste 9-Meter-Schießen oder gibt es noch einen Treffer? Endstand 1:1, Martin, wir kommen zum 9-Meter-Schießen, pro Mannschaft wieder ein Schütze. Hannover 96 beginnt mit dem ersten Schützen. Thank you.
zur Konzentration. 9 Meter schießen. Hannover beginnt mit dem ersten Schützen. Und nun der erste Schütze von RB Leipzig. Damit Sieger Hannover 96 mit 2:1 nach dem Winterschießen. So, liebe Fußballfreunde, die Spannung steigt allmählich. Wir kommen zum ersten Halbfinale. Wir suchen die Finalpaarung, den Endspielteilnehmer. Und damit willkommen zurück hier bei uns im Livestream von Sport im Osten auf mdr.de/sport oder gar in der Sport im Osten App. Wir sind immer noch beim U14 Allianz Cup in Sondershausen. Die Viertelfinalspiele haben wir schon gesehen, das waren wirklich packende Partien. Der VfL Wolfsburg schaffte es im Sudden Death gegen Hannover 96 ins Halbfinale. Die Bayern sind mit dabei, Hertha BSC Berlin schlug den ersten FC Magdeburg eindeutig mit 4:1. Und zum Schluss natürlich noch mit dabei Werder Bremen. Das sind die vier Mannschaften, auf die wir uns jetzt freuen können. Das erste Halbfinale läuft tatsächlich schon zwischen Hertha BSC und dem FC Bayern München. Die Herthaner in den gewohnten weiß-blauen Trikots von links nach rechts. Die Bayern wie gewohnt in ganz rot. Hertha von links nach rechts. So rund natürlich. Jetzt haben wir uns geordnet und ich habe tatsächlich auch schon den nächsten Co-Kommentator. Ich habe Ihnen ja versprochen, es geht hier mit geballter Fußballkompetenz weiter, nachdem wir Jan Neuwirth von VfL Wolfsburg hier mit dabei haben, ist der Cheftrainer von Rot-Weiß Erfurt hier mit zu mir gekommen. Herzlich willkommen, Tim Ranze. Guten Tag. Tim, für deine Erfurter lief es heute nicht ganz so nach den eigenen Vorstellungen. Bist du dennoch zufrieden mit der Leistung deiner Jungs? Ja, wenn man jetzt das Teilnehmerfeld so anguckt, ne, war das natürlich von der Gruppenplatzierung jetzt mit dem ehemaligen Turniersieger und dem Turniersieger, glaube ich, das Jahr davor, eine sehr starke Gruppe. Und Hoffenheim und Hertha, die jetzt ja auch im Halbfinale spielen, zwei sehr, ja, gegen Hertha eine knappe Niederlage gehabt, gegen Hoffenheim eine sehr klare. Und gegen Magdeburg war es dann, ich würde sagen, 50-50 Spiel, was wir dann leider nicht für uns entscheiden konnten. Ja, aber trotzdem zufrieden mit den Jungs. Ich glaube, die sind deutlich unzufriedener. Und da muss man als Trainer auch ein bisschen die Jungs ein bisschen wieder pushen, wieder, ne, wieder reinholen. Das ist natürlich auch ein starkes Teilnehmerfeld, was wir hier immer wieder ansprechen. Ja, ja. Du hast es auch richtig gesagt. Müssen wir nur mal die zwei Teams hier unten auf dem Feld anschauen. Die Hertha, die sich deutlich, wir haben es eingangs betont, gegen den ersten FC Magdeburg durchsetzte im Halbfinale mit 4:1. Die Bayern mit dem Last-Minute-Sieg gegen den noch amtierenden Pokalsieger, gegen die TSG Hoffenheim. 2 Minuten sind gespielt. Die ersten kleinen Möglichkeiten gab es, die ganz großen sind bislang ausgeblieben. Aber vielleicht jetzt? Nein. Jetzt vielleicht, ja. Nein. Wobei Bayern musste einmal schon mit einem Feldspieler auf der Linie klären. Ja, also das war wirklich in höchster Not, tatsächlich. War schon wirklich, ja. Ja, Bayern gegen Hertha war tatsächlich auch bei der letzten Turnierausgabe 2020 das Halbfinalduell. Die Bayern setzten sich zum Schluss durch. Ich habe mich mit Matthias Springer, dem Präsidenten von Sondershausen, unterhalten. Der sagte, das war eigentlich das Spiel des Turniers.
rassig, hochklassig. So soll es auch jetzt sein. Momentan arbeiten die Bayern noch mit langen Bällen. Und die Hertha kommt. Ja, Foulspiel im Mittelfeld von Jannis Hohennester. Tim, du hast es gesagt, eure Erfurter Truppe war heute tatsächlich halbe-halbe sozusagen. Die eine Hälfte war in Sondershausen und die zweite Hälfte in Zellamelis. Ja. Großen Kader, den ihr da scheinbar zusammen habt. Ja, wir haben wirklich die Aufgabe, wir haben 23 Jungs bei uns im Kader. Und es ist eine taffe Aufgabe für alle, Spielzeit zu generieren, weil die sollen sich alle weiterentwickeln, das ist wichtig. Und da war es natürlich recht gelegen, wenn wir in Zellamelis noch spielen, was ja auch mit Karlsruhe Jena und der Landesauswahl in Thüringen auch nicht schlecht besetzt ist, auch eigentlich gut, aber im Vergleich zu dem Turnier natürlich doch ein bisschen schlechter und haben dort den zweiten Platz belegt und da können wir auch recht glücklich sein mit den Jungs dort. Absolut. Natürlich sind die ein bisschen mehr motiviert oder ein bisschen glücklicher, weil sie natürlich zweiter Platz geworden sind, viele Tore schießen durften. Wo wir, unsere Jungs natürlich ein bisschen demotivierter noch sind. Aber wir haben ja noch ein Spiel, um nochmal zu zeigen, dass wir zumindest einen Sieg vielleicht holen können. Ja, das werden wir Ihnen übrigens auch zeigen, hier im Livestream bei Sport im Osten. Und jetzt die Gelegenheit für die Bayern. Da ist das 1-0 durch Jannis Hohennester. Sie hatten das gesehen. Da gab es gerade eben noch so ein wenig Sticheleien zwischen ihm und dem Berliner Keeper Lennox Ballwanz. Ja, hier ist einiges an Feuer drin, tatsächlich, zwischen diesen beiden Teams. Die Bayern liegen vorn und Tempo ist weiter drin. Ja, richtig, das wegzupfeifen. Foulspiel an David Esikuluwe, der wirklich groß aufspielt bislang in diesem Turnier. Immer wieder ins Dribbling geht, die 1-gegen-1-Situationen sucht. Aber bislang haben auch die wuchtigen Herthaner noch nichts ausrichten können in den vergangenen Minuten. Eher die Bayern in der Vorwärtsbewegung aus der zweiten Reihe probiert. Ja, das verteidigen sie gut. Sieht man auch hier. Eigentlich ein Foul. Also in meinen Augen ist das ein Foulspiel. Spiel läuft weiter, Ball ist drin. Und da gibt es zu Recht die Proteste der Bayern. In meinen Augen war da schon ganz, ganz viel Halten am Körper von Erbin Osmani, dem Verteidiger der Bayern. Schiedsrichter pfeift es nicht, Spiel läuft weiter. Das Spiel ist wieder offen, 1-1. Wie hast du es gesehen, Tim? War schon mehr Richtung Foulspiel, ja. Aber in der Halle, das habe ich auch selber jetzt mitbekommen, wird ein bisschen mehr laufen gelassen. Das finde ich auch ganz gut. Die Jungs sollen auch die Zweikämpfe suchen. Es soll auch intensiv sein. Von daher kann man das schon noch mal durchgehen lassen. Musst du natürlich dann trotzdem irgendwie noch versuchen zu verteidigen. Ne? Also, ja, klar. Da darfst du dich dann natürlich nicht drauf verlassen, dass gepfiffen wird. Ja, das vielleicht sind die Bayern auch nochmal eine andere Zweikampfhärte gewöhnt. Eine etwas andere Linie vom Schiedsrichter vielleicht. Mhm. In Berlin ist das, glaube ich, nochmal, da weht nochmal ein anderer Wind. Von daher muss man mit leben, muss man aber dann besser verteidigen, wie du schon gesagt hast. Ja, das Spiel ist wieder offen. 1-1. 5,5 Minuten noch zu gehen in diesem ersten Halbfinale. Ja, hier, Sie sehen das auch an der Bayernbank, da gehen sie alle mit. Wechseln jetzt durch. Der wird in festen Blöcken rotiert. A4 Mann, da wird das komplette Team vom Feld genommen. Lediglich Keeper Luis Nadler bleibt stehen und bindet sich immer wieder in den Spielaufbau der Münchner mit ein. Macht weite Strecken. Einmal ist ihm das in der Vorrunde so ein wenig zum Verhängnis geworden, weil weit aus seinem Kasten Mitspieler spielte einen Fehlpass. Und dann hatten die Hannoveraner leichtes Spiel, trafen zum 2-1-Siegtreffer. So kann das eben auch passieren. Bislang geht sich das alles ganz gut aus für die Münchner. Ah, schöne Bewegung. Der Münchner, dann ist er drin. Das war eine ganz feine Einzelleistung, die hier das 2-1 für die Münchner besorgt. Den Ball schön an der Bande rausgespielt und sich Platz versorgt. Und dann eiskalt rechts unten abgeschlossen.
Kann man mal so machen. Das kann man mal so machen, Tim. Ganz genau so ist es. Die Münchner wieder vorn. Kann die Hertha noch einmal antworten? Jetzt vielleicht die Möglichkeit auf und davon. 2-1. Entschließt sich dann abzuziehen. Da wäre der Querpass wahrscheinlich die bessere Option gewesen. Ja, ja, im Nachhinein betrachtet auf jeden Fall. Für den Jungen war es natürlich mit dem Selbstbewusstsein, was er hatte, war es klar, dass er das Ding selber reinmacht. Tankt sich ja da prima durch. Nimmt sich selbst den Abschluss. Nicht von Erfolg gekrönt. So bleibt es beim 2-1 für die Münchner. Ja, den Ball, den kriegen sie noch. Nadler weit draußen. Alles in Ordnung, sagt der Schiedsrichter. Und sie hören das auch an der Umgebungslautstärke. Hier gehen sie alle mit. Die Halle, wir können das immer nur wieder betonen. Restlos ausverkauft. Weit über 400 Zuschauerinnen und Zuschauer sind mit dabei. Man hätte noch viel mehr Tickets verkaufen können. Und dann das Foulspiel von Nadler. Aber das war außerhalb. Das Vergehen, Uhr angehalten. Ja, das kann man jetzt, also klar, müssen wir nicht drüber reden. Klares Foulspiel macht Nadler dann eigentlich sogar relativ clever. Er zieht da den Freistoß. Ansonsten geht der Herr Tane vorbei, schiebt den Ball ein. Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich nur, wie das mit Foulspiel und mit 2-Minuten-Strafen und so weiter geregelt ist, weil er ja eigentlich am Ende des Tages durch ist. Aber man hätte hier durchaus über die 2-Minuten-Strafe nachdenken können. Haben wir tatsächlich in diesem Turnier noch gar nicht gesehen. Einmal hatten wir. Okay. Da wurde in der letzten Minute irgendjemand vom Feld verwiesen, weil es irgendwie Nicklichkeiten gab, sagen wir. Ja, ich mal. Sie sehen das, meine Damen und Herren. Hier ist Zunder drin. Wir kochen die Gemüter hoch. Die Schiedsrichter haben tatsächlich alle Hände voll zu tun. Weniger was die Foulspiele und die Zweikampfhärte anbelangt, sondern vielmehr das Temperament der einzelnen Akteure. 2 Minuten noch. Schlechter Abwurf von Nadler. Gibt die Gelegenheit für die Hertha. Daniel Mroos war das, der dort von der rechten Abwehrposition einmal nach links vorn eilte. Der Abschluss dann allerdings etwas zu schwach. Für mich wieder eher Foulspiel. Und jetzt. Spätestens jetzt. Ja, komplett richtig. Da mal das Feuer rauszunehmen. Man darf ja auch nicht vergessen, das ist eine Halle. Das ist harter Boden. Das tut richtig weh, ja. Auf dem Rasenplatz. Oh, da ist er drin. Ausgleich. Hertha BSC. Durch den Captain, durch Kenneth Eichhorn, der sich dort nach diesem Freistoß der Münchner schnell den Ball ergattert, links rauszieht und rechts oben trifft. So einfach kann es manchmal gehen. Ja, klar. Jetzt wieder alles offen. Jetzt ist die Atan auf jeden Fall da. Aber Bayern? Ja, wieder 2-1 Situation. Gut verteidigt von Ardian Artukovic, der den Fuß dran hat. Die Bahn zumacht und so den Querpass und das wohl sichere Tor verhindert. Jetzt ein Spiel gut gemacht, kein Foulspiel im Zentrum und Hertha versucht zu kontern. 3-2. Letzte Minute läuft. Ja, die Münchner kommen gut zurück, machen es gut zu, nehmen so ein bisschen den Druck raus. Läuft weiter. Es macht richtig Spaß zum Zuschauen. Es geht hier hin und her. 40 Sekunden noch. Dann würde es in das Sudden Death gehen. Haben wir schon einmal miterleben dürfen im Spiel Wolfsburg gegen Hannover. Es wird dann verkürzt. Blockwechsel bei den Münchnern für die letzten 30 Sekunden. 4-mal frische Kräfte. Können die jetzt für die Entscheidung sorgen? Ja, 15 Sekunden noch. 10 Sekunden vor Schluss trafen die Bayern im Viertelfinale gegen Hoffenheim. Machten das 3-2. Gibt es jetzt die Wiederholung? Ja. So ist es! Die Bayern erneut mit dem
Hals sind es die Münchner, die dieses Spiel für sich entscheiden. 3:2 gewinnen gegen Hertha BSC und damit im Finale stehen. Vielen lieben Dank, Tim Ranze von Rot-Weiß Erfurt. Deine Jungs werden wir dann im Anschluss an das nächste Spiel noch einmal sehen. Da geht es nochmal gegen den Gastgeber, gegen Eintracht Sondershausen. Die haben wir heute auch noch gar nicht gesehen. Sind wir sehr gespannt drauf. Vielen Dank euren Jungs dann. Viel Erfolg und wir blicken auf das, was jetzt vor uns liegt, nämlich das zweite Halbfinale in diesem Moment. VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen. Die Wolfsburger gewannen im Sudden Death gegen Hannover 96. Wir haben das gesagt. Mit 2:1. Werder Bremen setzt sich knapp mit 1:0 gegen RB Leipzig durch. Fans von Werder Bremen sind ja auch mit dabei, die Schlachtrufe vor Beginn. Und dann gehen wir rein in dieses zweite Halbfinale. Wolfsburg von links nach rechts in den etwas helleren grünen Trikots. Ja, direkt mit der ersten Chance nach gerade einmal 15 Sekunden. Die Chance für Asante im Nachschuss für Werder Bremen. Kriegt den Ball dann nicht ganz kontrolliert. Chance verpufft für den Moment. Die Bremer versuchen aufzubauen. Sie sehen das, die Wolfsburger stellen schnell und clever zu. Und es gab den Wechsel nicht nur auf dem Spielfeld, wo die nächsten Mannschaften bereits zugange sind, sondern auch hier oben bei mir auf dem Co-Kommentatorenplatz. Ich freue mich sehr, dass Florian Schröder da ist, Cheftrainer der U14 von RB Leipzig. Ihr habt ja gegen die Bremer ganz knapp verloren, 1:0. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, danke erstmal, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Ja, ich glaube, das Viertelfinalspiel von uns gegen Bremen war ein 50-50-Spiel, war extrem ausgeglichen. Ich glaube, wir haben schon eine Phase gerade hinten raus, wo wir das Ding eigentlich ziehen können, wo wir einfach das Tor machen können. Ja, im Prinzip durch ein Dribbling, was wir dann im Zentrum verlieren, wenn man dann so ein bisschen ausgekontert hat von Werder. Ja, das ist halt in der Halle dann knallhart. Ne? Ja, schöne Aktion des Bremer Torhüters Sven Hünicke, der da weit vor seinem Tor rauskommt. Das war wichtig. Und den Gegenangriff einleitet. 1:0 für Werder Bremen. Gibt jetzt eine Unterbrechung, weil der Wolfsburger Spieler, der da etwas später als Hünicke am Ball war, sich etwas verletzt hat. Aber Bremen führt 1:0. Klasse ausgespielt, der Konter. Geiles Tor auf jeden Fall. Tolle Abschlusstechnik, super Kontakt. Auf der Tor mit links. Die Bremer Jungs machen es schon gut heute. 1:0 für uns für den SV Werder Bremen, Torschütze Nummer 15, Daniel Wilhelm. Ja, nächste Chance, nächstes Tor für Werder Bremen. Thomas Colavecchio ist es, der auf 2:0 erhöht. Das ist die pure Effizienz der Männer mit der Raute auf der Brust. Zwei Gelegenheiten, zwei Tore. Und die Wolfsburger stehen da und gucken sich an und sagen, boah, was ist eigentlich passiert jetzt in den 3 Minuten? Das sah nicht schlecht aus, was wir bislang gemacht haben. Jetzt liegen wir hinten und verpassen die große Gelegenheit wieder zu verkürzen durch Elia Schäfer, der nur den Außenpfosten trifft. Aber die Wolfsburger kommen wieder. Und wieder ist es Schäfer. Aber wieder klappt es nicht. Hünicke ist da.
Ja, der Keeper der Bremer macht das ganz gut. Kannst du beurteilen, Florian, hast ja früher selbst als Hüter gespielt für Lok Stendal im Jugendbereich. Gibt dann auch ein Lob von dir, oder? Ja, auf jeden Fall. Also hast du natürlich erstmal super herausgefunden und recherchiert. Ein Lob dafür erstmal von mir. Und ja, der Bremer Hüter macht auf jeden Fall eine gute Figur. Hat auch gegen uns schon zwei, drei Sachen richtig gut entschärft. Ich habe ihn im ersten Spiel, wir haben ja schon in der Gruppe einmal gegen ihn gespielt, ein bisschen wackelig so gesehen, wenn er hoch angelaufen wird. Das hat er dann aber im zweiten Spiel gegen uns gezeigt, dass er auch das kann. Von daher zweifelsohne eine gute Leistung wird. Ja, das spielt wahrscheinlich auch die Nervosität mit dieser Kulisse hier eine Rolle. Das kennen auch eure Jungs. Das ist jetzt nicht alltäglich in der C-Union Landesliga, wo ihr beispielsweise unterwegs seid. Ja, ist total richtig. Ich glaube, wir haben in Deutschland was ganz Besonderes so mit der Hallensaison, mit diesem Budenzauber hier. Das ist ein tolles Highlight. Ja, du hast es angesprochen, so diese mentale Stabilität, sage ich mal. Auch wenn du jetzt hinten liegst und nochmal 30 Sekunden auf der Uhr hast, auch da einen guten ersten Kontakt zu setzen, auch da einen guten Abschluss zu setzen, das ist halt fantastisch hier für die Ausbildung. Ja, Wolfsburg versucht jetzt wieder zurück ins Spiel zu kommen. Das war etwas zu viel des Guten. Von Elia Schäfer wird zurückgepfiffen. Vom Schiri komplett zurecht. Wir haben das ja gerade eben auch schon erlebt bei den Bayern gegen Hertha. Das geht hier schon robust zur Sache, ne, Florian? Ja, auf jeden Fall. Also ich sage immer so, es geht irgendwie darum, so auf der Halle jedes persönliche Duell so zu gewinnen. Das sieht man hier halt auch total. Dazu kommt natürlich auch nochmal der Bandenfußball. Das ist halt ein extrem schnelles Spiel. Plus, wenn man jetzt so Richtung Ecke schaut, da sind die Ecken ja auch so ein bisschen abgeschnitten. Und dadurch hast du es halt einfach nochmal schneller als sonst. Ist euch das lieber, dann tatsächlich mit Bande, Spiel schnell machen, enge Räume? Ja, ich kann mich erinnern, so Ausball war schon so ein kleiner Abtürner tatsächlich beim Hallenfußball. Ja, also auf jeden Fall ist Hallenfußball in dem Sinne für mich nochmal spektakulärer, wenn du halt wirklich die Bande mit drin hast, auch für die Jungs. Das ist nochmal wesentlich intensiver, wenn du jetzt halt mit einem ausspielst und ja, du lenkst jemanden nach außen und gewinnst dann dort den Ball oder schießt ihn beispielsweise ins Aus, dann ist halt trotzdem so zwei, drei Sekunden erstmal durchschnaufen und kurz durchatmen und das hast du halt hier nicht. Es ist halt wirklich sehr effektiv mit der Spielzeit. Ja, jetzt wird es schwierig für die Wolfsburger. Sie sehen das an der Reaktion von Elia Schäfer. Ja, die hadern, die kommen für den Moment nicht so richtig in die Abschlusssituationen. Bremen macht das gut, setzt immer wieder Nadelstiche, so wie hier. Ball ist nicht drin, jetzt ist er. 3-0, Julian Luft erhöht für Grün-Weiß. Nach knapp 7 Minuten steht es 3-0 für Werder. Der VfL Wolfsburg braucht jetzt ein kleines Hallenwunder, wenn hier noch was gehen soll mit dem Finale. Ja, wir brauchen ein schnelles Tor, um wieder ranzukommen. Aber Bremen macht das weiterhin gut, steht weiterhin kompakt, jetzt in der Mitte, bisschen Platz, schlecht, der erste Kontakt von Noah Böhm war nicht einfach. Ja, Werder Bremen und der VfL Wolfsburg, Florian, sind ja zwei Vereine, die tatsächlich eine U23 haben. In ihrem Spielbetrieb bei RB Leipzig hat man sich vor vielen Jahren dazu entschieden, die U23 einzustellen. Stattdessen hat man so eine Art Career Center aufgebaut, um junge Profis zu verleihen, beispielsweise Tom Kraus nach Schalke, Frederik Jäkel zu Arminia Bielefeld, um da nur mal ein paar Talente zu nennen. Wie siehst du das? Ich habe schon mit einigen gesprochen, die sagen, ja, U23 ist eigentlich ganz gut, um die Talente erstmal bei uns zu halten. Ja, ich denke, das Career Center bei uns war ja so ein bisschen so diese Übergangslösung, also der Versuch, das quasi ohne U21 oder U23 zu schaffen. Ich denke, wenn du es da individuell richtig gut betreust bei 5-6 Talenten, kann das auch zum Erfolg führen. Ja, Ball war wohl drin. Ball war wohl drin. Latte, Linie. Latte, Linie, Tor.
zweite schon von dieser Güteklasse. Also hatten wir tatsächlich ja schon einmal. Gegen uns war das. Das war das 1-0. Stimmt, tatsächlich. Von der Linie kratzen. Jetzt waren damals die Bremer die Begünstigten. Jetzt im Nachteil gleicht sich also irgendwie aus, auch wenn das für euch natürlich schwierig ist. Ja, definitiv. Nächstes Jahr dann das Hallenturnier in Sondershausen mit VAR, Hawkeye, Torlinientechnik. Also da sehe ich nach dem heutigen Spielen tatsächlich noch einiges an Potenzial. Ja, ich werde das hier auf jeden Fall hinterlegen bei der Tour. Und das macht das Spiel natürlich wieder spannend, weil Wolfsburg wieder kommt. Ja, und dann kriegen sie noch den Fuß vor. Die Wolfsburger reklamieren, bekommen den Strafstoß nicht. 3 Minuten noch. 3-1 weiterhin. Kommen wir nochmal zurück zu RB Leipzig und zum Career Center. Wie siehst du das? Ja, genau. Also ich denke, wenn du das Career Center so machst, dass du es wirklich individuell betreust bei 6-7 Talenten, wo du es auch gut siehst, dann kann das schon auch seinen Effekt haben. Ich persönlich, also rein ich persönlich, bin auf jeden Fall ein Riesenfan von der U21 oder U23 in einem hohen Spielbetrieb dann auch, sage ich mal. Ich glaube, dritte Liga wäre da ideal so für die deutschen Teams. Das sieht man tatsächlich auch total im Ausland, dass Vereine wie Bilbao, AZ Alkmaar oder Salzburg total davon leben. So. Also die Akademien, die viele Spieler hochbringen, haben halt einen überragenden Übergangsbereich. Und ich sehe das schon als einen großen Faktor, Talente nach oben zu bringen. Wer ist denn ähnlich zu dem System in England eine Idee, eine Möglichkeit, eine eigene U23, U21-Liga zu etablieren? Das ist natürlich nicht nur im Sinne der NLZ, sondern denken wir da mal an die Herangehensweise beispielsweise vieler Dritt- und Viertligisten, die dann natürlich auch so ein bisschen aufstöhnen, wenn statt Erzgebirge Aue die zweite Mannschaft vom SC Freiburg kommt. Vor allem was die Zuschauereinnahmen angeht, ohne das jetzt sportlich in Frage stellen zu wollen. Also ich denke, sportlich gesehen hätte es so den Effekt, dass wahrscheinlich etwas mehr Fußball gespielt werden würde, also Fußball im Sinne von flachen Kombinationsspiel. Ich glaube, dass da so ein bisschen mehr Spielidee und Ausbildungsidee rüberkommen wird. Gleichzeitig habe ich so im Austausch mit anderen Teams halt, die eine U21 haben, schon auch die Erfahrung gemacht, dass sie berichten, dass gerade dieser Wettkampf in der Liga... Hier ist was los. Also, dass gerade dieser Ligabetrieb, gerade dieser Wettkampf, wenn es dann wirklich auch um Punkte geht, um Abstieg, da tatsächlich auch so ein super Transporter noch ist in den Männerbereich. Ja? Also ich glaube, es haben beide Seiten sowas. Ich gebe dir aber absolut recht, dass die Engländer uns da gerade so auf jeden Fall die Nase voraus haben, weil viele zweite Mannschaften der Bundesligisten, erste und zweite Liga, halt nicht das Niveau haben, was die halt spielen. Ja? Von daher ist es schon eine lohnenswerte Idee, darüber nachzudenken. Bis zur U21, U23 haben die beiden hier noch etwas Zeit. So viel Zeit, was dieses Halbfinale anbelangt, steht allerdings nicht mehr auf der Uhr. 1 Minute noch. Wolfsburg braucht 2 Tore. Bremen steht nach wie vor kompakt, hat so ein bisschen Glück, kriegen ein, zwei Mal gerade noch den Fuß davor. Aber Wolfsburg schafft es eben nicht, hat nicht die Idee. Langholz nach vorn. Jetzt, lässt er laufen. Ja. Jetzt nimmt das weg. Oh, ist das bitter, aber da war der Pfiff wirklich deutlich davor. Also Ärger irgendwo verständlich von Wolfsburger Seite, aber das Spiel war deutlich vorher unterbrochen, bevor der Ball ins Bremer Tor ging. Es bleibt damit beim 3-1. Auch hier an der Stelle mal ein Punkt von mir auch an die Schiedsrichter, auch wenn ich natürlich mit der einen Situation nicht zufrieden war, wo wir das Gegentor kriegen, aber das ist nun mal so. Finde ich, machen die das hier sehr klar, sehr abgezockt und lassen halt auch viel laufen, finde ich. Also das war jetzt logischerweise ein klares Foul, aber ansonsten für uns schon auch sehr angenehm, dass wir halt viel spielen können und nicht so viel Unterbrechung haben. Das ist eben wichtig in diesem Alter, Ball gespielt von Hünicke, der Schiedsrichter unterbricht dann das Spiel, weil ein Wolfsburger Spieler noch lag. Ja, geht wohl weiter mit Schiriball. So ist es, entscheidet der 33-jährige Martin Hohl, der hier in diesem Halbfinale schon gut zu tun hatte. Auf jeden Fall, rassiges Duell. Ich finde tatsächlich... Oh, Fehler! Da und ist das er. Ist die Entscheidung! Samuel Asante ist es. 10 Sekunden vor Schluss. 4-1, Deckel drauf. Bayern München gegen Werder Bremen wird das Finale lauten.
In einer knappen Stunde wird das dann soweit sein. Wir sehen dann noch die ganzen Platzierungsspiele. Betragen wir ihn natürlich alles. Aber das war wirklich ein tolles Duell. Und während Bremen ja gegen RB Leipzig mit einem Torvorsprung gewann und man schon so das Gefühl hatte, dass die Bayern von der ganzen Dynamik etwas besser sind, da haben die Bremer das Ganze jetzt in Frage gestellt. Also die haben hier eine wirklich tolle Leistung gezeigt in diesem zweiten Halbfinale. Das wird ein richtig spannendes Duell, was uns da bevorsteht. Florian, wie siehst du es? Ja, zweifelsohne. Also ich muss auch sagen, Werder macht es heute auch sehr diszipliniert. Also ich finde die richtig gut auch gegen den Ball, wie die jagen, wie die umschalten nach Ballverlust sind. Das ist halt einfach gut. Und das ist dann halt auch irgendwann kein Glück mehr, dass du halt in so einem Spiel fünfmal hintereinander den Fuß noch davor bekommst, ja? Wo jetzt quasi der Schuss aufs Tor kommt, die den irgendwie noch von der Linie kratzen. Das ist ein gutes Team heute, was ich da sehe. Ich glaube grundsätzlich, wenn jetzt Zimmer gehen müsste, bin ich schon ja bei den Bayern. Die sehen, wir haben schon ein paar Mal bei Turnieren gesehen, sind aber unglücklich ausgeschieden. Zweimal gegen Red Bull Teams, einmal gegen uns, einmal gegen Salzburg. Ich glaube, heute ist es soweit, dass sie sich mal mit dem Turniersieg machen. Dann vielen Dank, Florian Schröder, für dieses zweite Halbfinale. Euch sehen wir dann später noch einmal im Platzierungsspiel mit RB Leipzig. Und jetzt sind wir dann gleich drin. So ist es. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Florian. Und während hier so eben noch die Platzierungen vorgelesen werden, schauen wir schon mal auf das, was vor uns liegt. Das Duell zwischen Sondershausen und Rot-Weiß Erfurt. Tim Panze, den Trainer der Erfurter, hatten wir ja im ersten Halbfinale hier bei uns an der Seite. Sondershausen haben wir noch nicht gesehen. Das holen wir jetzt natürlich gern nach. Das ist das Spiel um Platz 11 dann sozusagen. Die Jungs aus Sondershausen, die heute sozusagen ein Heimspiel hatten, für die ist das erfahrungsgemäß, das ist oder gehört zu diesen Turnieren tatsächlich dazu, nicht ganz so einfach, gegen die Jungs hier aus den Nachwuchsleistungszentren mitzuhalten. Das ist auch überhaupt nicht deren Anspruch. Natürlich sind die ehrgeizig und als man dann beispielsweise das Spiel in der Trostrunde gegen Dynamo mit 3-0 verlor, ja, dann sollte man den Jungs aus Sondershausen auf dem Kabinengang jetzt auch nicht zu nahe kommen. Also die waren dann schon echt bedient. Die kommen jetzt ja auch nicht her und sagen auch schön, dass ihr alle da seid. Ihr habt ja den Sieg. Die spielen schon mit und nicht nur mitgespielt, sondern richtig erfolgreich die Visitenkarte abgegeben haben bislang die Bayern und deren Cheftrainer Raphael Sonnenweber sitzt jetzt neben mir. Herzlich willkommen und erstmal Glückwunsch zum Einzug ins Finale. Tolles Spiel. Dankeschön. Ja, es war einmal mehr ein Last-Minute-Erfolg gegen die Hoffenheimer. In, ich glaube, 12 Sekunden vor Schluss waren es tatsächlich sein, ja. Gegen Hertha, waren es 8. Warum immer auf den letzten Drücker bei den Bayern? Sind es die Dusel-Bayern etwa? Ich würde jetzt gerne einen lässigen Spruch bringen, aber ich glaube, am Ende des Tages haben wir einfach ein bisschen Glück gehabt. Auch. Das gehört dazu bei so Turnieren, wo ja wirklich jede Mannschaft gegen jede gewinnen kann. Und dann hatten wir heute einfach das glücklichere Händchen und haben da die Tore gemacht. Ja, bislang läuft es für die Bayern richtig gut. 2019 habt ihr den Pokal schon mal gewonnen. 2020 dann die Niederlage im Finale gegen die TSG Hoffenheim mit 3-1. Konntet euch ja heute revanchieren. Ja, Finale jetzt Werder Bremen. Du wirst das sicherlich vor wenigen Augenblicken genau beobachtet haben. Was ist, hast du so gesehen? Tatsächlich habe ich das Spiel jetzt gar nicht großartig gesehen. Ich habe Bremen nur beim Laufe des Turniers genug gesehen, dass ich weiß, dass eine Mannschaft ist, die auf jeden Fall emotional spielt, aber auch Fußball spielen möchte. Und deshalb freue ich mich extrem auf das Finale. Ja, und dass Sondershausen natürlich auch ein Sprungbrett sein kann, hat eure Mannschaft von 2020 gezeigt. Paul Wanner, damals Aha. hier mit dabei. Okay. Jüngster Bundesligaspieler der Bayern mittlerweile in der Geschichte. Kenan Yildiz gewechselt, ja. Nicht ganz ohne Nebengeräusche, zu Juventus Turin. Spielt dort in der dritten italienischen Liga. Also, das ist schon stark. Habt ihr jetzt bei euch im Kader so welche, wo du sagst, ja, lass mal 3-4 Jahre ins Land gehen und dann guck mal bitte auf den Spielberichtsbogen in der Bundesliga, da haben wir vielleicht den einen oder anderen mit dabei. 12 Jungs, selbstverständlich. Ja, ich denke, das ist auch die nächsten Jahre entscheidend. Wir haben alle Jungs, die heute dabei sein, haben ganz viel Talent
Und dann kommen einfach andere Faktoren dazu, wie Einstellung, wie gehe ich mit Misserfolg oder Erfolg um, Durchhaltevermögen. Also die Charaktereigenschaften, die entscheiden dann doch am Ende des Tages, glaube ich, weil hier auf dem Turnier spielen nicht nur bei uns, sondern bei jeder Mannschaft sehr gute Jungs mit. Und ich bin mir sicher, dass da ein, zwei heute dabei sein, die da vielleicht in ein paar Jahren die Bundesliga auch mischen. Wir werden das ganz genau beobachten. Hier steht es bislang 0-0. Die Jungs in Gelb aus Sondershausen machen das ganz gut, spielen in der normalen Liga, in der Kreisoberliga, machen das dort richtig gut, liegen auf Platz 1, 7 Spiele, 6 Siege. Ein Unentschieden gab es mal, das hatte man mit 1-1 gestaltet, Schwamm drüber. Also da steckt auch tatsächlich einiges drin in dieser Truppe gegen Rot-Weiß Erfurt, die so ein bisschen haderten, das haben wir auch bei Tim Ranze rausgehört. Bei euch läuft es ja in der Halle tatsächlich. Ihr habt vor wenigen Tagen, nämlich letztes Wochenende, wenn ich mich genau erinnere, habt ihr das U14 Hallenmasters in Simbach gewonnen im Finale. 3-1 genau, ja. Gegen RB Salzburg. Halle scheint euch zu liegen. Tatsächlich kommen wir hinten raus ein bisschen besser durch, weil wir haben gegen RB Salzburg schon bittere Niederlagen diese Wintersaison einstecken müssen. Wo wir auch schon im Halbfinale, dann auch mal im Finale. Dann mal in einem Viertelfinale gegen RB Leipzig, also Red Bull hat uns verfolgt und deshalb sind wir jetzt umso, ja, sind wir ein bisschen erleichtert tatsächlich, dass wir auch mal am Ende des Tages das Turnier gewonnen haben. Die identische Truppe dabei, die auch in Salzach mit dabei war? Nein, habt ihr durchrotiert? Immer, also wir teilen recht fair auf, wir schauen, dass alle Spieler 3 oder 4 Turniere spielen und ja, deshalb ist auch heute quasi der Ausläufer, das ist unser letztes Hallenturnier. Da haben wir einfach auch geschaut. Natürlich wollen wir stärkst bis jetzt kommen, aber am Ende des Tages kann man ja wirklich sagen, wir haben super viele talentierte Jungs, deshalb habe ich da die Qual der Wahl, wen ich dann wo mitnehme. Und ja, ich freue mich, wie es die Jungs machen. Ja, den Kader, den ihr da heute zusammengestellt habt, der hat sich ja bislang bewiesen, zweifelsohne. Hier ist alles offen und die Erfurter lassen die große Gelegenheit aus durch Luis Michel, der dann im 1 gegen 1 scheitert gegen Tom Panse, der jetzt rausrotiert. Und dann die Gelegenheit für Sondershausen. Natürlich gehört denen hier so ein wenig die Sympathie. Ab 2 Tore haben die in der Vorrunde erzielen können. Da war hier richtig Stimmung in der Hütte. Um nochmal auf die Bayern zurückzukommen. Ihr könnt euch ja bestimmt an Turniereinladungen, also ihr könnt euch ja bestimmt nicht retten vor Turniereinladungen, was auch so Hallen, Cups etc. anbelangt. Wieso ausgerechnet Sondershausen? Oh, wo fange ich an, wo höre ich auf? Jetzt schnell. tatsächlich ist ja Sondershausen recht spät, mit Februar. Und da sind jetzt die Einladungen, ja, wir kriegen viele Einladungen, aber man hat dann doch immer im Auge, welche Mannschaften spielen womit. Gegen welche Mannschaft haben wir jetzt noch nicht gespielt. Und ich denke, gerade hier gegen Hertha BSC haben wir noch nicht gespielt, Union haben wir dieses Jahr noch nicht gehabt. Das sind einige Mannschaften, Dynamo Dresden, und deshalb das Teilnehmerfeld war auf jeden Fall sehr attraktiv, dass wir gesagt haben, okay, dann hängen wir noch ein Turnier an, auch wenn wir langsam wirklich müde sind und auf dem Platz wollen, 11 gegen 11 spielen. Soll aber jetzt nicht das Turnier mindern, das ist ein tolles Turnier. Ihr spielt ja tatsächlich morgen auch noch im Freiluftcup mit. Genau, ja. Na, also da habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, hier 11 gegen 11 auf dem, ja, grünen Rasen, so braun-grün ist es ja tatsächlich noch hier im Februar in Thüringen. Aber auch da können Sie natürlich mit dabei sein, einfach mal informieren auf den Seiten des BSV Eintracht Sondershausen, da finden Sie alles weitere. Also all die Jungs, die Sie jetzt hier im Livestream sehen, sind dann auch morgen noch mal dabei und das ist die Chance für Sondershausen. Gut gehalten von Dennis Heinemann im Kasten der Erfurter. Ja, Elias Sieber aus Sondershausen hatte es hier auf dem Fuß. Das wäre schon ein Ding. Also die Jungs aus Sondershausen in den letzten Jahren immer auf Rang 12. Da waren die anderen Teams einfach stärker. Das wäre heute schon ein Achtungserfolg, zu sagen, Mensch, wir lassen eine Truppe aus einem Nachwuchsleistungszentrum hinter uns.
Sie machen es halt auch toll. Also die Spiele, die Ergebnisse zeigen jetzt oftmals nicht die Spiele. Hatten gute Aktionen dabei. Ist nicht zu unterschätzen, die Truppe von Rico Gemsjäger, der die Jungs schon in der F-Jugend tatsächlich übernommen hat, 2016, 2017, da schon ganz lang dabei ist, enges Verhältnis hat, Sohn spielt mit. Ja, das wäre ein Ding, tatsächlich. Raphael, du kommst ja gebürtig aus Österreich. Genau, hast ja früher selbst gespielt in der Jugend beim FC Lustenau, beim FC Dornbirn tatsächlich. Du bist ja richtig gut vorbereitet. Ja. Bist seit 2019 Cheftrainer und ich habe mal bei dir auf dem Instagram-Profil nachgeschaut. Ui. Da habe ich ein Bild mit dir und Giovanni Elber gefunden, ja, tatsächlich. Also natürlich, du arbeitest jetzt für die Bayern. Riesengroßes Ding natürlich für dich auch. Aber so Idole sind nach wie vor dabei. Also hat man auch ein bisschen Ehrfurcht tatsächlich, oder? Ehrfurcht würde ich tatsächlich nicht sagen. Im ersten Moment, da ja klar, wo, wenn du neu zum Club kommst. Aber ja, das sind wirklich super sympathische Menschen. Also ich will sie jetzt da nicht in ein besseres Licht blicken oder irgendwas, aber gerade der Giovanni, der nimmt sich immer die Zeit, quatscht mit jedem, auch ob Trainer oder nicht Trainer. Das ist das Tolle. Also auch bei gemeinsamen Wiesenbesuchen, wo man dann vielleicht mal am gleichen Tisch gesessen ist, der nimmt sich wirklich Zeit für jeden. Und das ist eine ganz tolle Sache. War das dein Idol? Der Giovanni Elber war schon ganz weit vorne. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war es der Sergio Roberto, weil ich einfach im Zentrum gespielt habe. Und Sergio Roberto natürlich ein unfassbarer Fußballer ist. aber Giovanni Elber ist Giovanni Elber. Hat man schon aufgeschaut. Eine Minute noch und Sondershausen hat geführt, Berg vom Spiel und dann ist er drin. Die Hütte brennt in Sondershausen, 1-0 für die Gastgeber gegen Rot-Weiß Erfurt. Und das haben sich die Jungs in Gelb verdient an diesem Tag. Raphael Sonnenweber hat das richtig gesagt, die Jungs spielen ein sehr ordentliches Turnier und können sich wahrscheinlich hier mit Rang 11 belohnen. Der Einsatz ist da, Ball gespielt. Jetzt muss Erfurt kommen. 50 Sekunden noch. Über links. Und immer wieder ist ein Fuß der Eintracht davor. Auch hier langer Schlag, Befreiungsschlag. Ja, 35 Sekunden noch. Erfurt muss jetzt, kommt aus der zweiten Reihe zu, ungefährlich dieser Abschluss von Yannick Werner, der in der Liga schon fünfmal treffen konnte tatsächlich, hier nicht. Ah, jetzt nochmal, da haben sich die Sondershausener etwas vertan, wechseln dort im Angriff der Erfurter und das wird dann tatsächlich zum Verhängnis. Das ist ganz bitter. 15 Sekunden vor Schluss. Gleich rot-weiß aus. 1-1. Doch, ist nicht aus. Wir haben ja gesehen, was man in den letzten Sekunden macht. Das geht ganz schnell. Also. Da müssen wir natürlich unparteiisch sein. So ist nicht. Jetzt wollen sie es beide. Nochmal Schuss und dann ist das Spiel aus. 1-1, Applaus von den Rängen hier in Sondershausen. Es gibt ein 9-Meter-Schießen. Ein Schütze pro Mannschaft. Also hier wird auch nicht groß taktiert. Hopp oder Top. Raphael Sonnenweber, ein guter Elfmeterschütze? Oh nein. Einer, der gern geschossen hat, aber auch viel verschossen. Dann schauen wir mal, wer das besser macht von den jeweiligen Teams. Da beratschlagt man sich jetzt, hüben wie drüben für den Moment. Wer traut sich das jetzt zu? War mal im Finale auch in einem Halbturnier, da haben wir eine Österreich-Auswahl. Das war jetzt nicht die Nationalmannschaft, aber so eine Österreich-Auswahl aus Nahrungsleistungszentren. Und da haben wir dann gespielt und da haben wir gegen Ungarn tatsächlich im Finale im Elfmeterschießen gemacht. Und ich war mega motiviert, weil ich glücklicherweise den Ausgleich kurz vor Schluss geschossen habe 1-1.
und den entscheidenden Elfmeter dann schön hätte ich da hingehauen. Schauen wir mal, wie Sondershausen das löst. Der ist drin. Stark geschossen. Links unten. Philipp Mannhardt legt vor für die Jungs in Gelb. Und jetzt muss Rot-Weiß kontern. Lasse Bauer ist es, der Captain seit 2019 bei Rot-Weiß. Und jetzt hat er ihn! Er hat ihn! Sondershausen feiert den größten Erfolg seit vielen Jahren hier beim U14-Bundesliga-Turnier. Schlägt Rot-Weiß Erfurt und wird Elfter in diesem Turnier. Applaus von den Rängen und das komplett zurecht. Also wieder Stange, einfach stark gehalten, ne? Überragend gehalten. Ist da runter in die Ecke. Den kannst du dir so einrahmen als Hüter, hängst die Dinge übers Bett und dann stehst du wunderschön. Vielen Dank, Raphael Sonnweber. Dich und deine Bayern sehen wir dann später im Finale gegen Werder Bremen. Ein bisschen Zeit haben wir noch und dann sind wir gespannt, ob es für den zweiten Titel reicht nach 2019. Hoffen wir es mal. Auf jeden Fall ein gutes Spiel, das wünschen wir uns. Schlag auf Schlag geht's weiter. Dynamo Dresden und der erste FC Union Berlin treten an im Spiel um Platz 9. Die Dynamos, vielleicht haben Sie das gehört über die Außenmikrofone, natürlich unterstützt von den Eltern, von den Fans. Und es wird an niemanden von Ihnen und euch vorbeigegangen sein. Zumindest die erste Mannschaft der Dresdner war heute in Torelaune. 7:1. Eine Demontage gegen den Halleschen FC unter Interimstrainer Jens Kiefer. Richtig düstere Zeiten an der Saale. Bei Dynamo schöpft man so ein wenig neue Aufstiegshoffnung. Bei 60 gewonnen, heute gegen Halle. Die U14 liegt für den Moment hinten. Union geht 1-0 in Führung. Nach knapp 2,5 Minuten. Die Dresdner eigentlich gut hineingekommen in dieses Turnier. Starteten in der Vorrunde eben gegen Union Berlin. Setzen sich mit 3:1 durch. Jetzt liegen sie hinten für den Moment. Union kommt wieder. Drüber, das Ding war Richard Möckel nicht mehr dran. Ja, Foulspiel, korrekt gesehen vom Schiedsrichter von Danny Heise, 18 Jahre alt. Bereits mit 11 Jahren angefangen mit der Schiedsrichterei, zählt, das habe ich mir sagen lassen, zu den Top-Talenten hier im Kyffhäuser-Kreis. Dem traut man tatsächlich zu, auch in den kommenden Jahren den Sprung zum Landesverband hier zu schaffen. Mit 18 Jahren bist du da ganz gut aufgestellt. Ganz gut aufgestellt war heute auch, und da nochmal herzlichen Glückwunsch, der BSV Eintracht Sondershausen. Frisch aus der Kabine wahrscheinlich kommt der Präsident, nämlich Matthias Springer. Jetzt die Frage aller Fragen, während Union mit 2-0 in Führung geht durch Amil Tahirovic. Hat denn die Mannschaft eine Siegprämie ausgehandelt? Nein, eine Siegprämie nicht, aber wir werden uns was einfallen lassen, denn es ist erstmal was ganz Besonderes in dem Turnier, nicht ganz Letzter zu sein, sondern zumindest den 11. Platz erreicht zu haben. Ja, ich hatte hier tatsächlich noch Raphael Sonnweber, Nachwuchstrainer beim FC Bayern München, bei mir. Und der hat gesagt, ja, letztlich die Ergebnisse der Jungs aus Sondershausen spiegeln nicht so wirklich deren Spiele da. Also die machen das für eine Kreisoberliga-Truppe, und das dürfen wir ja bei all dem nicht vergessen, machen das richtig gut. Und richtig gut läuft da auch die Nachwuchsarbeit hier bei euch in Sondershausen. Da habt ihr euch ja richtig was aufgebaut, zeigt nicht nur dieses Turnier. Die U14 momentan Rang 1 in ihrer Liga. Nahezu alles gewonnen. Wie zufrieden ist man denn hier? Ja, ich denke, das Turnier ist erstmal grundsätzlich natürlich ein Highlight für die Jungs, das ist ganz klar.
Ich sehe das auch so, dass unsere Mannschaft sich sehr gut verkauft hat. Wir haben in den Vorjahresturnieren immer schon wesentlich höhere Ergebnisse auch, also Niederlagen sehen müssen. Aber heute muss ich sagen, hat manchmal das Quäntchen Glück gefehlt, um noch das ein oder andere Tor zu erzielen. Und da hat sich die Truppe wirklich gut verkauft. Insgesamt, ja, wir geben uns natürlich sehr viel Mühe im Nachwuchs und versuchen auch immer alle Mannschaften besetzt zu haben und uns auch sukzessive zu verbessern und versuchen also auch über Nachwuchskoordinatoren jetzt qualitativ uns zu erhöhen. Also da kann ein solches Turnier natürlich immer eine ganz schöne Sache sein, dass die Jungs hier aus Sondershausen und Umgebung sehen, Mensch, die spielen hier gegen Bayern München, die spielen gegen RB Leipzig, gegen Hoffenheim, Wolfsburg, Hannover, Bremen. Irgendwann will ich ja auch mal stehen. Und ich habe tatsächlich, weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, eure Jungs mussten tatsächlich schon die ersten Autogramme geben. Das habe ich nicht, aber natürlich ist es ganz schön, das spricht einfach für das Turnier, dass die Kids, die Autogrammjäger unterwegs sind. Und es sind dann nicht nur die Top-Clubs, die abgefragt werden, sondern eben auch die Teilnehmer unseres Vereins. Und das macht jedem stolz natürlich als Spieler. Knapp 5,5 Minuten noch in dieser Partie. Union erhöht auf 3:0. Ja, Dynamo kommt nicht so recht ins Spiel in dieser Paarung. Wir haben es erwähnt, gut reingestartet. Dann gab es tatsächlich eine Klatsche gegen die Bayern, 0:5 verloren. 3:0 gegen Hannover, da wurden den Jungs aus Elbflorenz dann mal die Grenzen so ein wenig aufgezeigt. Sondershausen haben sie geschlagen, 3:0 in der Trostrunde. Ja, das ist richtig. Aber 3:0 gegen Dresden zu verlieren, ist absolut keine Schande für unsere Jungs. Und ich denke, wir haben da auch ein gutes Spiel gesehen. Wobei ich das auch so sehe, Dresden ist eigentlich sehr gut ins Turnier gestartet. Aber dann gleich im zweiten Spiel noch eine etwas herbe Niederlage mit dem 0:5 kassiert und dort etwas außer Tritt geraten. Ja, hier das 4:0 tatsächlich. Und das macht Giuseppe Laudigella. Sehr schön. Tolles Dribbling. Nimmt er auch Richard Möckel im Tor der Dresdner noch aus. Schiebt ein. Jetzt wird es deutlich für Union. Es ist tatsächlich das einzige Hallenturnier, welches Union Berlin in diesem Winter besucht, wo man teilnimmt. Das macht dann schon stolz, oder? Ja, natürlich. Auch Union ist ja nicht zum ersten Mal hier und wir freuen uns immer, ich sag mal, Gesamtdeutschland hier abzudecken. Das heißt, aus Nord, aus Süd, aus West, aus Ost. Und das macht den Reiz des Turniers natürlich ein Stück weit mit aus. 5:0. Es wird immer deutlicher. Und die Dresdner Gegenwehr erlischt so langsam, aber sicher, weil Union das eben auch clever spielt. Jetzt 2 gegen 2, Pass kommt nicht an. Da hat Philipp Conner Eiling für die Berliner noch den Fuß dazwischen. Jetzt die dicke Gelegenheit für Dynamo. Etwas zu überhastet abgeschlossen von Alvin Lorenz. War in der Mitte noch einer mitgelaufen. Der Pass vielleicht die bessere Gelegenheit gewesen. Und dann geht es relativ einfach für Union über links außen. Getäuscht, ein bisschen zu viel. Abschluss kommt trotzdem. Ja, da liegt ein Dresdner auf dem Boden. Haben wir tatsächlich im Verlauf des Tages schon häufiger gesehen. Alles bislang glimpflich ausgegangen. Das ist natürlich auch eine Hauptsache, dass hier nichts ganz Schlimmes passiert. Und dann sind es noch 3 Minuten in diesem Duell. Wir haben es bereits angesprochen, das können wir auch gerne noch mal wiederholen. Ihr macht ja heute noch nicht Schluss mit eurem Cup hier in Sondershausen. Morgen geht's weiter. Freiluftturnier, was kannst du uns dazu sagen? Ja, wir haben ja das Glück in Sondershausen, dass wir sozusagen unser Sportzentrum für rund 5,1 Millionen Euro in den letzten Jahren umbauen durften und konnten.
sprich sanieren. Und wir haben jetzt einen neuen Kunstrasenplatz und auch neue Gebäude. Der Naturrasen wächst noch an. Aber das ist nicht der einzige Grund, dass wir ein Freiluftturnier machen, sondern dass es einfach eine Anforderung ist der Nachwuchsleistungszentren, dass sie gerne neben dem Heimturnier sich dann nochmal auf Großfeld vergleichen wollen. Und dem tragen wir nun Rechnung und machen quasi einen zweiten Tag. Auch das ist sicherlich sehr interessant. Kann auch jeder gern auf den Göldner morgen zum Besuch kommen. Dort haben wir keine Zuschauerbeschränkung, sodass das möglich ist. Und würden uns sicherlich über einen Besuch freuen. Wir hoffen natürlich, dass das Wetter mitspielt. Um mal meine Oma zu zitieren, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Also auch bei Regen, Schnee und Graupel gern nach Sondershausen kommen und die Jungs hier nochmal mitverfolgen. Wann geht's los? 10 Uhr, denke ich, ist der Start. Ich bin jetzt... Alles gut, kein Problem. Auch da können wir Ihnen nochmal die Seite vom WSV Eintracht Sondershausen an die Hand legen. Da sehen Sie nicht nur alles, was den morgigen Tag anbelangt, sondern auch einen Live-Ticker, können den Turnierplan noch einmal sehen und sehen dann eben auch, was vor uns liegt. Magdeburg gegen RB Leipzig wird dann unser nächstes Spiel sein. Spiel um Platz 5, Hoffenheim trifft dann noch auf Hannover, Hertha gegen Wolfsburg um Platz 3. Gekrönt wird das Ganze natürlich vom großen Finale zwischen dem FC Bayern München und dem SV Werder Bremen. Eine Minute noch. Letzte Minute läuft. Ja, es soll nicht sein mit dem Ehrentreffer für Dynamo. Auch Niklas Seidel hat kein Glück. Da bekommt Julius Azaye noch das Hinterteil davor. Ja, immer wieder ist es ein Unioner, der den Fuß oder irgendein anderes Körperteil zwischen Ball und Tor bringt. Dynamo rennt an. Und Union macht das ganz schön. Aber Richard Möcke passt auf im Kasten. Der Dresdner. Ja, das ist wirklich gut, wie Julius Azaye das in der Defensive der Unioner löst. Ein ums andere Mal. Mit richtig schönen Tacklings tatsächlich. Gefällt mir gut in den letzten Augenblicken. Und dann kurz vor Schluss noch einmal die Gelegenheit. Amir Tahirovic verspringt der Ball so ein wenig. Es bleibt beim 5:0. Für Union Berlin. Ah, nee, jetzt, ja, ich dachte schon, jetzt werde ich hier Lügen gestraft. Auf die letzten Meter. Nein, es ist so. Schlusssirene. 5:0 Union Berlin gegen Dynamo Dresden. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich kann es nur wiederholen. Morgen gern nach Sondershausen kommen. Matthias Springer und der komplette BSV Eintracht würden sich bestimmt freuen. Und Autogramme können Sie auch sammeln. Dürfen wir auch nicht vergessen. Nicht nur von den Bayern, sondern auch von den Jungs aus Sondershausen. Wir passen uns immer weiter an das Finale heran. Der Stadionsprecher hat es gerade eben schon gesagt. Wir tasten uns immer mehr an das große Finale heran. Magdeburg gegen RB Leipzig ist das nächste Spiel. Und neben mir Platz genommen hat Raphael Sonnenweber, haben wir schon gehört, von den Bayern. Ja, richtig. Ja, und jetzt ist natürlich auch der andere berechtigte Finalist bei uns zu Gast, in Person von Cheftrainer Yannick Wiol. Herzlich willkommen. Und natürlich, habe ich bei Raphael Sonnenweber auch gesagt, herzlichen Glückwunsch, tolle Leistung. Super, ja, wir freuen uns auch riesig, dass wir so weit gekommen sind. Ich glaube, auch verdient, bin recht zufrieden mit den Jungs und wird ein spannendes Finale. Auf jeden Fall, wir sind gespannt, das wird hochkarätig. RB Leipzig hatte sich das auch ausgemalt, den Sprung unter die Top 2 zu schaffen. Hat nicht ganz gereicht. Jetzt geht es hier im Moment um Platz 7. Die Roten Bullen führen durch die Nummer 15. 1:0 für RB.
schöne Parade des Leipziger Schlussmanns. Gegenläufige Bewegung, das machen die Magdeburger eigentlich nicht schlecht. In Person. Allgemein ein sehr gutes Turnier, finde ich. Sie sind körperlich zwar sehr unterlegen, aber die spielen gut Fußball. Die spielen immer mit viel kurzen Pässen, wollen Fußball spielen, egal wie hoch der Druck ist. Sowas finde ich gerade in der Ausbildung super wichtig. Das gucke ich mir gerne an, sowas. Dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dass es eine richtig gute Parade war. Yannick, das kannst du ganz genau beurteilen. Hast bis zur U18 beim SV Werder Bremen selbst zwischen den Pfosten gestanden, hast dann Ausbildung gemacht zum Groß- und Außenhandelskaufmann tatsächlich. Jetzt der Sprung zurück zu Werder. Wie kam's? Ja, ich habe recht frühzeitig dann gemerkt, dass mit Profifußball das nicht klappen wird. Einfach aufgrund von körperlicher Konstitution hat es dann auch nicht gereicht. Muss man auch irgendwann einsehen und erkennen. Und ich bin zum Glück von zu Hause sehr gut auch instruiert worden, dass eine Ausbildung wichtig ist, einen Job haben, eine Zukunft haben. Und habe dann einfach dank dem Verein, wo ich dann hingewechselt bin, die Ausbildung auch bekommen. Und habe nebenbei angefangen, einfach eine Jugendmannschaft zu begleiten, mit zu trainieren. Und habe dann recht schnell gemerkt, dass mir das deutlich mehr Spaß macht, als dann selber zu spielen, mit Kids zu arbeiten, mit jungen Leuten zu arbeiten, die einfach ja, zu entwickeln, die weiterzuentwickeln, auch menschlich, auch persönlich. Und deswegen habe ich mich dort sehr reingehängt, dass ich also einfach auf dem Radar bleibe. Ich hatte gute Kontakte weiterhin natürlich zum SV Werder und über den sportlichen Leiter damals, Thorsten Bolder, ist der Kontakt eh nie abgerissen, da er mein U15-Trainer war. Und der hat mich dann immer wieder gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und jetzt mache ich seit 4 Jahren hauptberuflich bei Werder und bin super, super froh und dankbar, dass ich das machen darf. Mir macht es riesig Spaß. Ja, du hast in einem Interview, sehr schön. Ja, machen Sie gut. Die Leipziger zum Schluss hat Jakob Neumann, der Magdeburger Keeper, noch was dagegen. Gegen das 2-0 für die Leipziger. Wir schauen mal drauf, die Kontergelegenheit für Magdeburg. Niklas Brösel, etwas zu hoch tatsächlich. Yannick, kommen wir noch mal zu dir zurück. Das sehen wir nämlich auch gerade auf dem Spielfeld. Du hast in einem Interview mit der Taz gesagt, du nimmst eine enorm positive Einstellung zur eigenen Entwicklung wahr. Bei den Jungs allerdings auch so ein bisschen Leistungsdruck von zu Hause, aus den sozialen Medien. Ja, wie ist da so deine Erfahrung als Nachwuchstrainer? Man merkt, dass die Jungs super schnell getrieben sind. Und was ich als Riesenproblem empfinde, ist einfach, dass die Jungs nur unter Stress stehen. Schule lange, 8 Stunden, 6 bis 8 Stunden, immer lange Fahrtwege. Und dann kommen sie noch zu uns aufs Gelände und dann sollen sie immer noch, ja, wie man so schön sagt, performen und Topleistung bringen. Und das im jüngsten Alter. Und immer diese Bewertungsgrundlage, ja, war es gut, war das schlecht, komme ich weiter, komme ich nicht weiter, die macht natürlich oft Kinder auch, ja, belastet sie sehr. Und wir versuchen halt dem ein bisschen entgegenzuwirken, versuchen auch eine gewisse Lockerheit und Nähe zu den Jungs herzustellen, dass wir einfach den Jungs auch vermitteln, ey, ihr könnt herkommen und es ist ja meine Fußball, ihr sollt Spaß haben, ihr sollt Bock haben, herzukommen. Und wenn man es gut vorlebt, schafft man auch eine gute Arbeits- oder eine Entwicklungseinstellung der Jungs. Bei uns und ich denke auch bei sehr vielen Vereinen ist das einfach richtig, richtig gut und für mich gibt es im Moment wenig Besseres, wenn ich auf den Trainingsplatz komme und ich sehe 14, 13, 14-Jährige, die einfach Bock haben auf Fußball, die trainieren wollen, die sich verbessern wollen und das macht unheimlich Spaß. Ja, bei Werder versucht ihr ja immer wieder den eigenen Nachwuchs im Bundesliga-Kader mit unterzubringen. Ilja Gruev beispielsweise, Ehren Dingci, der jetzt geschafft hat, Oliver Burke beispielsweise zu verdrängen, hat da so ein bisschen den Jokerplatz eingenommen vom Schotten. Der Schotte einmal mehr verliehen, ist ja hier auch in Mitteldeutschland tatsächlich kein Unbekannter. Stimmt, war bei RW, ne? War bei RW Leipzig. Sehr schöne Vorlage damals. Im ersten Spiel gegen Borussia Dortmund auf Naby Keita 1-0, 88. Minute. Das Dach der Red Bull Arena flog damals weg. Das war es aber tatsächlich auch schon mit Höhepunkten von Oliver Burke im Leipziger Dress, um ehrlich zu sein. Ja, also, um mal zurückzukehren, während wir hier das 1-1 der Magdeburger sehen. Durch Luka Bujak, Rücken Nummer 15. Nee, war die 16 tatsächlich. War Oskar Blume,
Ehre, wem Ehre gebührt. Magdeburg wieder im Spiel. Wie wichtig ist es denn auch für die Jungs im U13, U14-Bereich, dass man auch in der ersten Mannschaft im großen Weserstadion jemanden hat, wo man das Gefühl hat, ja, der hat das genauso durchgemacht wie ich jetzt? Ja, wir haben ja jetzt gerade so das beste Beispiel Niklas Füllkrug, der auch bei uns im Nachwuchs gespielt hat, sogar auch im Internat gewohnt hat und jetzt dann auch sich zwar bei uns am Ende durchgesetzt hat, auch über Umwegen, aber bei anderen Vereinen, und da gucken die Jungs schon hoch. Und es ist für die Jungs ein riesen Ansporn, das zu sehen, dass sie bei einem Verein spielen können, wo es immer ums Menschliche geht, aber die Chancen auf, am Ende dann Profifußballer zu werden, was sehr, sehr schwierig ist und nur die wenigsten schaffen, einfach auch möglich ist. Und, das machen wir, glaube ich, momentan ganz, ganz gut, dass wir da viele Spieler anbinden an die Profiabteilung, dass sie dort regelmäßig im Training sind und mit Ilya Gruev jetzt jemanden, der lange auf die Chance gewartet hat und sich durchsetzt und eigentlich Stammspieler der Bundesliga-Mannschaft ist und das freut mich riesig und dafür machen wir am Ende den Job. Selbstverständlich. Wir blicken mal auf die letzten 3 Minuten zwischen Magdeburg und RB Leipzig. Ja, die Leipziger sind ein bisschen unglücklich tatsächlich. Wir haben es auch gehört im Gespräch mit Florian Schröder. Die haben das nicht schlecht gemacht. Dann eben gegen deine Bremer. So ein bisschen Pech gehabt tatsächlich. Definitiv. Mit Part 1 des Wembley-Tors von Sondershausen. Part 2 fiel dann gegen euch tatsächlich. Also es glich sich irgendwo wieder aus. Ja, und jetzt in diesem Spiel um Platz 7 merkt man, das ganz große Feuerwerk bleibt aus, weil es die Magdeburger aber auch gut verteidigen, wie hier, dass dann eben Luca Görmer noch den Fuß davor bekommt. Das ist halt super anstrengend dann auch. Ne? Wenn man dann am Ende nicht mehr im Finale oder im Halbfinale spielt, dann merkt man den Jungs das auch natürlich an, dass dann die letzte Konsequenz fehlt, dass die Beine schwer werden, der Kopf sowieso müde, die Hallenluft ist auch anstrengend über den ganzen Tag. Trotz allem finde ich das Niveau recht gut, spielen gut Fußball beide. Also super Niveau hier heute insgesamt. Boah, schönes Tor. Oh, ein herrlicher Treffer. Also das macht er wirklich ganz großartig. Niklas Bröse, der Captain der Magdeburger, pflückt diesen Ball aus der Luft und hebt ihn über Elian Hähner im Leipziger Kasten drüber hinweg. Die Magdeburger vor 1,5 Minuten vor Schluss. Und wieder ist es der Captain der Magdeburger, wieder ist es Brösel. Diesmal zieht Hähner den längeren. Super geil, sehr guter Torwart. Ja, aber du, um nochmal auf deine Jungs zurückzukehren. Ah, Riesenchance für Leipzig. Ja, prima gehalten. Also das Lob müssen wir jetzt auch an Jakob Neumann aussprechen, dem Magdeburger Karsten, der da ganz cool bleibt im 1 gegen 1 gegen Arthur Kramer ins kurze Eck einschieben möchte. Ja, ich glaube sogar, dass es ein Feldspieler ist. Tatsächlich? Ja, ich glaube, es ist ein Feldspieler im Tor. Es macht es ja noch stärker. Ja, super. Das ist super Bewegungstalent. Wäre Position spielen kann, in dem jungen Alter auch nicht verkehrt. Wir schauen mal auf die Hose, die 14 ist das. Phil Heckeroth, laut meiner Liste. Hält er wieder gut. Stark. Es kann natürlich auch sein, dass der Ersatztorwart ist. Möchte ich ihm jetzt auch nicht die Jobbeschreibung mal kurz umtauschen. Auf jeden Fall, egal ob Mittelstürmer oder Torwart, Phil Heckeroth macht ein klasse Spiel. Und hält für die Magdeburger auch in diesem Moment die Führung fest. Leipzig bleiben 5 Sekunden, aber der Ball ist bei Magdeburg. Der Ball ist tief in der Hälfte der Leipziger und das Spiel, es ist aus. Der erste FC Magdeburg wird Siebter in diesem Hallenturnier hier in Sondershausen. Dreht die Partie gegen RB Leipzig. Die Achter werden. Und um dich zu entlassen, deine Jungs, die warten auf dich. Du hast gesagt, im Turnierverlauf ist es schwer, dann hinten raus zu die Jungs zu motivieren. Also da bin ich mir relativ sicher, dass du da jetzt keine sonderlich große Arbeit hast in wenigen Monaten. Also wenn ich meine Jungs drüben gerade sehe, sehe ich zwar, dass sie sich noch ausruhen und vorbereiten aufs Finale. Aber ich glaube, das trägt uns heute allgemein sehr gut durch ins Turnier. Und wir werden vollste Energie, vollste Intensität bringen, um versuchen, das Spiel am Ende zu gewinnen. Und ich bin super froh, dass wir im Finale sind. Ich freue mich. Wir sind gespannt. Vielen Dank. Ich danke dir. Yannick Biol, Cheftrainer von Werder Bremen.
Und dann sind es nur noch drei Partien, die vor uns liegen. Spiel um Platz 5 steht an. TSG Hoffenheim gegen Hannover 96. Spiel um Platz 5, TSG Hoffenheim gegen Hannover 96. Die Hoffenheimer werden ihren Titel in diesem Winter bei dieser 9. Ausgabe des U14-Bundesliga-Turniers in Sondershausen nicht verteidigen können. So viel steht für den Moment schon einmal fest. Dieses knappe 3:2 kurz vor Schluss gegen die Bayern, als man eigentlich ein richtig gutes Spiel machte. Dann die Niederlage. Nee, der Sieg in der Trostrunde, 5:1 gegen den ersten FC Magdeburg. Deswegen jetzt das Spiel um Platz 5. Ja, und dann der Fehler im Spielaufbau von Hugo Sagnon mit der 21 auf Hoffenheimer Seite kann Joshua Siebert, den wir ja schon das ein ums andere Mal gesehen haben in diesem Turnier, der Hannoveraner Angreifer, nicht ausnutzen. Bleibt beim 0:0 nach knapp 3,5 Minuten. Eine kleine Unsicherheit bei Tjaak Peters. Hannover kommt. Schöner Heber. Schade. Erwischt den Ball nicht ganz. Joshua Siebert. Schöne Idee, die die Jungs in Rot dort hatten. Wenn er den natürlich voll erwischt, dann hat Tjaak Peters keine Chance. Aber Hannover macht das gut. Und wieder ist es Siebert. Und diesmal ist er drin. 1:0. Hannover 96 und da spielen sie ganz einfach von hinten raus und da geht komplett zurecht der Gruß von Joshua Siebert in Richtung seines Keepers. Führung für Hannover Peters. 1:0, Torschütze die Nummer 5, Joshua Siebert. Das machen sie gut, mit einfachen Mitteln den Raum gut erkannt. Und so steht es 1:0 für Hannover 96 im Spiel um Platz 5 der U14 Allianz Cup hier in Sondershausen. Die 9. Auflage ist in den letzten Zügen. Aber das soll überhaupt nicht heißen, dass wir das jetzt so langsam aber sicher ausklingen lassen. Ganz im Gegenteil. Die richtig großen Entscheidungen liegen noch vor uns. Das Spiel um Platz 3. Und natürlich das Finale zwischen Bayern München und dem SV Werder Bremen. Immer so ein bisschen als der Nord-Süd-Gipfel verschrien in der Bundesliga. An solchen Plattitüden wollen wir uns hier mal nicht ergötzen. Wir bleiben lieber beim sportlichen Geschehen, denn da haben wir genug zu sehen, wie hier die Hoffenheimer. Ja, die dann nicht ganz rumkommen mit Valentin Pinter. Und immer wieder zeigt Tjaak Peters, der Keeper der Hannoveraner, dass er fußballerisch ein richtig guter ist. Auch auf der Linie gut. Wir hatten es schon einmal betont im Auftaktspiel gegen die Bayern mit teilweise richtig guten Paraden. Wir haben Raphael Sonnenweber und seine Münchner richtig graue Haare bekommen. Das war natürlich, um nochmal auf den Turnierverlauf der Hannoveraner zu blicken, alles so ein bisschen unglücklich. Du gewinnst alle
Vorrundenspiele, machst gegen Wolfsburg im Viertelfinale ein gutes Spiel und verlierst dann eben im Golden-Goal-Verfahren. Hast du keine Chance, klares Foulspiel, kleines Vergehen. Ja, ja, klare Sache, dass der Captain der Hoffenheimer da gehalten hat. Die Schiedsrichter, und da kann ich mich dem Lob der Trainer hier nur anschließen, machen das hier wirklich ganz souverän bislang in Sondershausen. Auch für die, das darf man nicht verkennen, ist das natürlich eine Auszeichnung, hier nominiert zu werden. Die pfeifen sonst in der Kreisoberliga. Da hast du auch im Köfhäuserkreis, also 150, 200 Zuschauer an ganz tollen Fußballtagen. Ansonsten ist da nicht so viel Stimmung in der Hütte wie hier. Auch die genießen das. Und wie hat der Schiedsrichter, der hier gerade agiert, so schön gesagt, Bayern München werde ich wahrscheinlich nur einmal in meiner Karriere pfeifen. Diesmal ist es Hoffenheim und Hannover, und komplett zu Recht entscheidet Carsten Brückner auf. Tor 1-1. Hoffenheim gleicht aus und ist wieder drin in der Partie. Langer Ball von Peters, und dann hat er Probleme, den Ball zu kontrollieren. Ebrima Salah auf Seiten Hannovers zieht dann das Offensivfoul. Das war eine dicke Chance für Hannover 96, eine gute Gelegenheit. Zu wenig draus gemacht in diesem Moment. Und so wieder Hoffenheim. Ja, Ball kommt an. Springt über die Bande. Nochmal Bande. Nochmal. Und wieder Peters. Ah, macht er das gut. Der Schlussmann der 96er. Wirft sich da dazwischen. Jaluli Marduan, der Captain. Nein, falsch, Verzeihung. Nevio Zumpano, der Captain natürlich. Der Hoffenheimer, sehen Sie jetzt hier im Zentrum mit der 8. Der versucht das Spiel immer wieder an sich zu reißen. Jetzt hat er die Kugel. Rechts außen ist er mitgegangen. Guter Pass. 2-1 Hoffenheim. Youssef Ben Said bringt die Kraichgauer in Führung, weil eben auch Jaluli Marduan das gut macht im Zentrum, die Bälle abholt, clever verteilt, Überzahlsituation schafft für die TSG und sie das dann ganz sauber zu Ende spielen. Ballgewinn Hoffenheim. Und wieder könnte es schnell gehen. Nein. Oh, der ist nicht drin. Tatsächlich. Oh, dicke Gelegenheit. Herr Hannover hat noch anderthalb Minuten Zeit für den Ausgleich in diesem Spiel um Platz 5. Ja, und dann die Möglichkeit. Oh, wieder Glück für Hoffenheim. Da kriegt Joshua Siewert den Fuß vor, aber hat dann eben kein Glück, dass der Ball über die Linie springt. Vierzig Sekunden hat 96 noch, um hier zum Ausgleich zu kommen. Hoffenheim macht das clever. Macht das clever. Dann verlieren sie den Ball. Schiedsrichter pfeift zurück. Freistoß.
1:96. 28 Sekunden, Uhr ist angehalten. Ja, der Hüter darf nicht über die Mittellinie, spielt deswegen links raus. Kleine Finte, Abschluss, rechts vorbei. Zweiter Anlauf, nee, der Ball ist bei der TSG, Offensivfoul gepfiffen. Die Uhr läuft gegen 96, 13 Sekunden noch. Langer Ball nach vorn, ist das die Entscheidung, Ball links raus, das muss es sein, Ball zurück, dann ist er drin, 3-1, Spiel aus, Mickey Maus, TSG Hoffenheim sichert sich das Spiel um Platz 5. Der Titelverteidiger beendet das Turnier versöhnlich, aber auch großes Kompliment an die Jungs aus Niedersachsen, die das wirklich ambitioniert und gut gemacht haben, so ein bisschen Pech hatten in den entscheidenden Momenten, aber sich hier in Sondershausen richtig gut verkauft haben. So, liebe Fußballfreunde. Ja, Sie sehen es im Stream. Es wird sich aufgebaut hinter dem linken Tor. Die Hertha ist wieder dran. Spiel um Platz 3. Jetzt geht es ums Treppchen. Hertha gegen den VfL Wolfsburg. Und hier stehen sie gegenüber die Mannschaften von Hertha BSC und vom VfL Wolfsburg. Zwölf Minuten, auch dieses Spiel, Sie kennen das mittlerweile ganz gut. Und damit ist das Spiel eröffnet, angepfiffen von Danny Heise. Und Hertha kommt. Übers Zentrum. Freistoß gibt's. Levi Brooks war das mit Rücken Nummer 3. Wir haben das mal in Erfahrung gebracht. Weder verwandt noch verschwägert mit John Anthony Brooks, der ehemalige Herthaner, der in den letzten Zügen der Wintertransferphase noch zur TSG aus Hoffenheim wechselte und damit zurück in die Bundesliga. Ja, die TSG hat es ja seit Wochen auch nicht ganz so einfach in der Bundesliga. Unter der Woche das 3:1 gegen RB Leipzig, als man unterlegen war. Heute 5:2 Reibe abgeholt in Bochum, also in einem Duell, wo wirklich schon einiges auf dem Spiel steht. Und so geht der Blick der TSG eben nicht in Richtung europäische Plätze, sondern eher in Richtung Abstiegszone. Auch für Hertha, offenes Geheimnis, läuft es momentan nicht. 3:0 an diesem Wochenende verloren. Der unwiderstehliche Kolo Muani wieder doppelt getroffen. All das dann auch ab 18:30 Uhr in der ARD Sportschau. Jetzt gibt es allerdings erst einmal feinsten Hallen-Nachwuchsfußball in Sondershausen. Wir sind im Spiel um Platz 3. Und Wolfsburg kommt und lässt die dicken Gelegenheiten aus. Elias Hernandez Soler war das zum Schluss noch mit dem Kopfball. Der Mann, der gegen Hannover 96 das goldene Tor erzielte. Im Sudden Death. Das Finale ist es nicht geworden für Wolfsburg, weil Bremen im Halbfinale einfach deutlich stärker unterwegs war. Die Hertha knapp gescheitert. 3:2 gegen die Bayern. 7, 8, 10 Sekunden. Kurz vor Schluss auf jeden Fall. Das war bitter, weil die Hertha das wirklich über weite Strecken gut gemacht hat. Dann hinten raus zu einmal unachtsam war. Zumindest Platz 3 ist noch drin für beide Teams. Wieder kommt Wolfsburg. Abschluss von Elias Hernandez Soler.
Lennox Ballwanz im Herthaner Kasten ist dann allerdings da. Eine große Aufgabe. Und so sind es noch knappe 9 Minuten. So viel sei Ihnen verraten. Die Vorbereitungen für das Finale sind hier im vollen Gange. Der Veranstalter aus Sondershausen hat sich hier noch ein bisschen was einfallen lassen. Können Sie sich gleich drauf freuen. Rechts und links neben mir bereitet sich Werder Bremen und der FC Bayern München vor. Es wirkt alles tatsächlich noch relativ entspannt bei den Jungs. Noch so ein bisschen geflaxt, das ein oder andere Späßchen gemacht. Das macht einfach Spaß, hier heute mit dabei zu sein in Sondershausen. Die Jungs machen das richtig gut. Hochklassiges Turnier auf alle Fälle. Hier fehlen bislang die ganz dicken Gelegenheiten. Nach etwas mehr als 4 Minuten. Ja, kommt an. Der Ball, Wolfsburg schafft es sich aus der Umklammerung der Herthaner zu lösen. Aber Hertha ist dann schnell wieder dran. Stört den Spielaufbau. Es ist momentan hüben wie drüben. Nahezu ein Ding der Unmöglichkeit, mal ein bisschen Raum zu finden. Und dann, oh, was fürs Auge tatsächlich von Ali Salman, der Rabona ausgepackt. Der Pass dann selbst für die Mitspieler etwas zu unerwartet. Aber eine schöne Idee. Und so eine Einzelleistung, so einen Einfall braucht es in dieser Phase des Spiels einfach, um hier mal in die gefährliche Zone des Gegners zu kommen. Ah, schlechter Rückpass und der ist drin. Eigentor! Eigentor! Von Laurent Aliou, der sich gleich entschuldigt bei seinem Keeper. Der stand eben nicht da, wo Aliou ihn erwartete. Und dann gucken die Herthaner und sagen, Mensch, wenn den Wolfsburgern schon nichts einfällt, dann hauen wir uns das Ding eben selber in die Maschen. Wolfsburg führt im Spiel um Platz 3 durch ein Eigentor der Herthaner. Das beschreibt dieses Spiel, in dem sich beide Teams bislang ziemlich gut neutralisieren, ganz gut. Dann ist es Aliou auf der Gegenseite, gut gestört vom Wolfsburger Elias Schäfer. Wolfsburg bringt bislang immer wieder einen Mann zwischen Ball und Tor. Auch hier zwei Mann hinten drauf auf der Ecke. Das Duell geht dann doch an die Hertha, die neu aufbauen. Über links gut angelaufen vom Stürmer der Wolfsburger, von Hernández Soler. Beispiel richtig gesehen von Schäfer an Elise Blessing. Fünf Minuten noch in diesem Duell. Wolfsburg führt mit 1:0. Und Hertha fehlen bislang die Ideen. Jetzt vielleicht mal. Der Pass ist schön, aber der Wolfsburger Keeper Ignaz Del Keppel passt gut auf. Er ist da. Auch Wolfsburg nicht mehr mit den großen Ideen in diesem Match für den Moment. Stattdessen mit dem Fehlerabschluss etwas zu überhastet nach dem Ballgewinn. Ball geht drüber. Wolfsburg bleibt in Führung.
Und das machen sie schön. Die Wolfsburger. Luis Markgraf mit der dicken Gelegenheit auf 2:0 zu erhöhen für die Wölfe. Knapp links vorbei. Entscheidung vertagt in diesem Spiel. Stattdessen kommen die Jungs von der Hertha. Oh, gute Parade. Ja, ich habe da tatsächlich Ignaz Elkapell noch dran gesehen an diesem Ball. Die Wolfsburger tatsächlich auch. Oder nicht? Ja, die fast. Ja. Alles gut. Lassen wir so stehen. Ballbesitz Wolfsburg. Hertha bleiben etwas mehr als 3 Minuten in diesem Match um Platz 3. Es ist jetzt die Entscheidung. Fragezeichen, das 2:0 auf jeden Fall. Dickes Ausrufezeichen von Elias Hernandez Soler, der Lennox-Ballwand umkurvt. Das ganz clever, ganz abgezockt macht. 2:0 VfL Wolfsburg. Und auch hier verteidigt es Wolfsburg wieder gut in Person von Luis Markgraf, der da ein bisschen schneller ist als der Berliner Captain Kenneth Eichhorn. Die Hertha braucht ein Tor. Das kann man so weiterlaufen lassen. Auch das. Der Ball ist nicht drin. Jetzt ist er drin. Über dem Pfosten bringt Elise Blessing Hertha BSC zurück in dieses Match. 1:2 nur noch und 2 Minuten zugehen. Und das Ding haben sie sich geholt in diesem Zweikampf an der Bande. Als eben auch Blessing mit hin ist, seinen Teamkollegen unterstützt hat. Hertha den Ball gewann. Zum Schluss mit etwas Glück hier verkürzen konnte. Wolfsburg jetzt so ein bisschen unter Druck. Gibt es jetzt die Entlastung mit Anton Paul? Nee. Da macht das gut. Oh, müdes Einsteigen. Eieieiei. Das sah böse aus. Tatsächlich. Hat es Laurent Aliou, den Eigentorschützen, ganz schön erwischt. Aber geht weiter, keine 2 Minuten, in meinen Augen auch in Ordnung. Da wollte der Wolfsburger schon noch zum Ball hin, sah alles ein bisschen unglücklich aus, aber da bin ich voll und ganz bei der Linie der Schiedsrichter, die sagen, Mensch, lasst die Jungs spielen. Und solange das alles irgendwie im Kampf um den Ball ist, ist das auch in Ordnung. Die klaren Dinger werden weggepfiffen, ansonsten lasst die Jungs spielen. Damit fahren sie hier tatsächlich auch eine sehr gute Linie bislang. Sekunden noch, die Hertha hat. Weiter Befreiungsschlag von den Wolfsburgern. Jetzt ist man auf der Suche nach einem Ball. Die Hertha muss diesen einen Angriff noch fahren. Jetzt vielleicht über den Käppen, über Eichhorn, geht über die Bande. Blessing, Pfosten! Ah, dicke Gelegenheit. Blessing macht das eigentlich gut. Und dann fehlt ihm so ein bisschen das Fortune im Abschluss. Noch führen die Wolfsburger. Aber die Hertha kommt. Wieder ist es Eichhorn und jetzt ist er drin. 2:2. Hertha kämpft sich zurück in diesem Duell. Macht den Ausgleich. 14 Sekunden vor dem Spielende. Ist alles wieder ausgeglichen. Wolfsburg sah schon wie der sichere Sieger aus in diesem Duell. Nach dem Eigentor von Aliou und dem feinen Treffer von Hernandez Soler. Und jetzt liegt der Matchball eher so ein bisschen bei der Hertha. Nee, Abpfiff. 2:2.
Es wird weiter gespielt, tatsächlich, und das mache ich nicht alleine, sondern mit dem Cheftrainer von Hannover 96. Herzlich willkommen, Lasse Voges, hier bei uns auf dem Kommentatorenpodest. Hallo zusammen. Wir haben es hier im Stream tatsächlich schon angesprochen, gegen den VfL Wolfsburg, dieses knappe Ausscheiden im Sudden-Death-Verfahren. Super ärgerlich. Ihr habt eigentlich, und da spreche ich frei von der Leber weg, ein klasse Turnier gespielt und habt aber dann hinten raus zu immer so ein bisschen Pech gehabt, tatsächlich. So würde ich es auch titulieren. Wie ist denn bei euch so die Stimmung nach diesem Turnier? Die Stimmung ist jetzt ganz gut. Also wir sind wirklich zufrieden mit dem Turnier, gerade weil die Jungs einfach viel riskiert haben, weil die Jungs versucht haben, ständig Lösungen zu finden. Technische Lösungen hat das eigentlich uns sehr gut gefallen und Risiko im 1 gegen 1 gegangen sind. Ja, und dann, du hast schon richtig gesagt, das war einfach ärgerlich dann letztendlich. Ja, Sudden Death, nächstes Tor, gewinnt, wie auf dem Bolzplatz. Früher, und die Hertha nimmt hier einiges an Tempo vor. Wenn sie zählen, sehen sie nur noch 3 Feldspieler auf dem Spielfeld. Jede Mannschaft musste sich von einem verabschieden. Eine Minute wird jetzt gespielt. Solange niemand trifft, sollte es dann immer noch unentschieden stehen, geht es weiter mit noch einem Mann weniger. Hertha kommt. Und dann ist es ein Eigentor! Ein Eigentor von Tim Neininger bringt Hertha BSC den Platz auf den Treppchen. Nee, nicht Neininger war es, sondern Finn van der Forst, die Rückennummer 6. Ja, das ist bitter, oder? Also, Lasse, was sagst du da als Trainer danach? Das ist, was Fußball dann aber letztendlich auch irgendwie ausmacht. Manchmal sind es einfach Situationen, wo du einfach Pech hast, wo der Gegner, oder anders betitelt, der Gegner einfach ein bisschen mehr Glück hast als du. Aber das Glück muss man sich oft auch erarbeiten. Ja, du sagst es. Das Glück erarbeitet haben sich auch 2 Teams, die wir jetzt gleich sehen und die sich hier neben uns auch schon bereit machen. Sie sehen es hier auch gerade eben. Der SV Werder Bremen und der FC Bayern München stehen im Finale dieses Turniers hier in Sondershausen. Lasse, dein Tipp. Oh, ganz, ganz schwer. Ich war ja früher bei 60. Jetzt muss ich auch Bremen tippen. Ja, das ist, nein, ist jetzt auch eine politische Entscheidung. Spaß beiseite. Ich glaube, dass es ein ganz knappes Spiel wird und dass es auch ins Sudden Death geht und im 3 gegen 3 dann am Ende auch entscheidet, wer sich durchsetzt. Boah, da eine Prognose zu gestalten. Wir haben es eben gerade gesehen. Mal sehen. Wir sind gespannt. Das sind 2 Teams, die sich zweifelsohne diesen Platz im Finale verdient haben. Und nicht nur den, sondern auch den großen Aufgalopp. Licht aus in Sondershausen. Es ist kein Stromausfall, keine Sorge. Wir lassen die Bilder, die Sie jetzt erreichen, einfach mal wirken. Hier ist Sondershausen, hier ist das Finale des U14 Bundesliga-Turniers 2023. Also die Bayern, die sich mit so ein bisschen Dusel in dieses Finale gearbeitet haben. 3-2 gegen Hoffenheim, 3-2 gegen die Hertha und hier kommt Werder Bremen. Geleitet wird das Spiel von Schiri Martin Hohl.
sind sie also, Lasse. Die insgesamt 10 stehen dann auf dem Feld, bis mehr sind es drumherum, die es jetzt untereinander ausmachen. Wer sich hier den Titel holt, die Bayern haben das schon einmal getan, 2019. Werder Bremen hat diesen Pokal noch nie sichern können. Beide Mannschaften haben sich das definitiv noch verdient, im Finale zu schieben. Zweifelsohne, wir sehen es bei Werder Bremen. Momentan sieht gerade nicht, aber von uns erschließt sich das ganz gut. Da hat Yannick Viol seine Jungs nochmal zusammengeholt. Was sagst du den Jungs? Yannick Viol hatte die Jungs nochmal zusammengeholt. Was sagst du als Trainer? Musst du da überhaupt noch motivieren? Ja, ja, schon ein bisschen. Kannst natürlich noch ein paar Prozent rausholen. Aber letztendlich grundsätzlich ein tolles Turnier hier. Macht wirklich Spaß. Von Nasshausen. Und von daher ist, glaube ich, jeder auf jeden Fall motiviert. Ich bin gespannt. Aber der Yannick kann das schon drauf. Das haben wir gemerkt, auch wir auf der Co-Kommentatorenposition und dann Vorhang auf. 12 Minuten mindestens in diesem Finale. Die Bayern in Rot, von links nach rechts, Bremen gewohnt in Grün und Weiß. Das ist er, der Anpfiff. Die Bayern, wir haben das betont, kamen in den K.O.-Spielen auf den letzten Metern. Immer erst kurz vor knapp 3-2. Teilweise schwer reingekommen in die Partien. Gegen euch ja beispielsweise verloren. Gegen Hannover 96 mit 2-1. Lag auch an euren in diesem Spiel wirklich enorm starken Keeper. Darf man auch nicht vergessen, der hat die echt richtig entnervt. Ja. Gut ist auch der Keeper Luis Nadler, den wir hier gerade sehen bei den Münchnern. Die Bayern kommen defensiv. Versucht man mal den Vertikalball. Ja, ist alles so ein bisschen zu weit. Lasse, musst du die Jungs da vielleicht auch so ein bisschen runterholen in dem Moment? Oder sagst du, lass die jetzt mal machen? Ab jetzt. Da glaube ich definitiv dran, dass man sie auch manchmal ein bisschen beruhigen muss. Sieht jetzt schon die ersten paar Minuten, geht ganz schön zur Sache. Ich wünsche mir da natürlich noch ein paar mehr technische Lösungen, aber das ist in so einem Spiel dann immer schwierig. Momentan ist eher noch so ein bisschen Typ, viel Kraft, viel Tempo. Ja. Brechstange will ich es jetzt noch nicht nennen, aber das ist schon alles sehr physisch betont hier bislang. Sind halt auch einfach 13-jährige Jungs. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und das macht natürlich große Freude zum Zuschauen. Die Frage ist, wer hat die erste gewinnbringende Idee? Jetzt vielleicht. Gute Drehung, Abschluss, knapp daneben. Nachschuss auch drüber. Das war Philipp von Zaube. Mit dem ersten Abschluss, die Nummer 9 der Bayern, macht das gut. Diese Körperdrehung weg vom Verteidiger, schafft sich da ein bisschen Platz. So kann es gehen für die Münchner. Jetzt mal Bremen, das ist alles in Ordnung, Körper betont. Aber okay, Schiri lässt weiterlaufen. Und wieder sind es die Bayern, die spielen es gut. Und dann verpassen sie die Führung. Ganz dicke Gelegenheit für die Münchner. Das Tor war eigentlich leer. Die Bayern lassen die große Gelegenheit aus. Lasse, auch so dein erster Eindruck, die Bayern machen es bislang ganz gut in diesen ersten Minuten. Ja, sie machen es gut. Jetzt haben sie auch das eine oder andere Mal schon technische Lösungen gefunden, gerade mit der neuner Aktion, gutes Auftreten. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, das ging fast so ein bisschen zu schnell für den Teamkollegen. Hier wieder viel Armeinsatz vom Bremer, von Colavecchio, aber kann dann doch nicht so viel draus machen. Colavecchio, vielleicht hast du es gesehen, der kam hier soeben bei der Präsentation der Mannschaften aufs Feld und hat die Fäuste geballt. Der hat sich richtig gefreut. Also für den ist es ein Highlight, hier jetzt mit dabei zu sein. Ja, nächste Abschlussgelegenheit für die Bayern.
Das Finale nimmt so langsam Fahrt auf. Merkst du, so dieser erste Moment, wo irgendwie gefühlt alles auf den Ball drauf rannte, ja. Ist ja überstanden. Jetzt kommt wieder so ein bisschen mehr Ordnung ins Spiel beider Teams. Man versucht mal den Vertikalball zu spielen. Ah, und dann sucht er wieder schnell den Abschluss. Warum nicht? Tore können in der Halle hier von überall erzielt werden. Das wäre nicht das Problem. Der Bayern-Keeper spielt hervorragend mit. Das ganze Turnier schon. Ja, das haben wir hier tatsächlich schon ein, zweimal erwähnt. Der ist ja wirklich gefühlt der fünfte Feldspieler bei den Bayern. Ist in der Halle gar nicht so einfach. Ohne Frage. Gegen euch hat man aber auch gesehen, ja, das 2-1. Für Hannover, da habt ihr dann davon profitiert. Das ist natürlich auch immer ein Risiko, wenn du das so spielst. Ja, definitiv. Jack hat das auch super gemacht. Hat uns auch sehr gut gefallen. Jetzt die Münchner. Schöne Einzelleistung von Jannis Hohnester. Und dann ist es ein Foulspiel. Lässt er ihn drauf. Ja. Zählt ihn an. Leider haben wir eine Störung. An der schnellen Behebung wird gearbeitet. Sobald wie möglich sind wir wieder für Sie da. Leider haben wir eine Störung. An der schnellen Behebung wird gearbeitet. Sobald wie möglich sind wir wieder für Sie da. Leider haben wir eine Störung. An der schnellen Behebung wird gearbeitet. Sobald wie möglich sind wir wieder für Sie da. Thank you.
Leider haben wir eine Störung. An der schnellen Behebung wird gearbeitet. Sobald wie möglich sind wir wieder für Sie da. Leider haben wir eine Störung. An der schnellen Behebung wird gearbeitet. Sobald wie möglich sind wir wieder für Sie da. Leider haben wir eine Störung. An der schnellen Behebung wird gearbeitet. Sobald wie möglich sind wir wieder für Sie da. In Führung gegangen mit 1:0 vor wenigen Augenblicken. Sie haben das schon wieder gesehen im Stream. Konnten die Bayern ausgleichen. 1:1 also. Und knappe 30 Sekunden noch vor uns. Das Selbstvertrauen der Bayern da. Die Bayern wieder auf den letzten Metern. Fragezeichen. Wieder auf den letzten Metern. Riesengelegenheit und starke Parade. Hünicke, der gegen Philipp von Taube die Oberhand behält, diesen Schuss ins kurze Eck noch parieren kann. Es bleibt beim 1:1, 17 Sekunden noch. Erfahrungsgemäß beginnt jetzt die Zeit, in der die Bayern das Spiel entscheiden. Da war das Bein beinahe ein bisschen hoch, Schiri lässt weiterlaufen, die Bayern haben den Ball. Ein Angriff vielleicht noch. 3:2:1, langer Ball, Ball ist draußen. Eine Sekunde noch auf der Uhr. Ich glaube, Lasse, da müssen wir jetzt keine Philosophen sein. Da passiert nichts mehr. Nee, 1:1, das war das Schlusssignal. Lasse, du hast es angesprochen. Und wahrscheinlich lasse ich mir als nächstes von dir die Lottozahlen noch vorsagen. Für, ich glaube, Mittwoch ist dann die nächste Ziehung. Es geht in die Verlängerung. Es geht in das Sudden Death, womit ihr ja so schmerzliche Erfahrungen machen musstet im Viertelfinale gegen den VfL Wolfsburg. Ich will jetzt gar nicht mehr tief in diese Wunde hineinstecheln, aber wir haben natürlich gesehen, wie schnell das geht. Die Jungs
spielen jetzt zu dritt auf dem Feld 3 gegen 3. Beziehungsweise, wenn wir den Keeper noch mit dazu nehmen wollen, 4 gegen 4. Noch einmal das ganz dicke Sorry an alle, die daheim vor dem Fernseher saßen oder am Handy, am Smartphone, am Tablet. Sei es drum. Es tut uns wirklich leid, die technische Störung hier in diesem Finale. Seien Sie sich versichert, das ärgert uns hier alle am meisten. Aber jetzt legen wir den Fokus auf das, was unten auf dem Parkett passiert. Die Bayern erstmals in diesem Turnier in der Overtime gegen Werder Bremen. Eine Minute steht auf der Uhr. Eine Minute ist Zeit. Tip-off wie beim Basketball. Diesmal auch nicht wie bei der Premiere mit der Hand gespielt, sondern klassisch mit dem Kopf. Die Bayern haben den ersten Ballbesitz und kommen von links nach rechts. Offensiv faul, richtig. Das wegzunehmen. Die Bremer haben die Kugel, bauen auf über Wim Hünicke. Eine Minute ist es nur, jetzt noch knapp 40 Sekunden. Jetzt darf der Keeper über die Mittellinie. Was er in den normalen 12 Spielminuten nicht durfte, ist jetzt im Sattendev aufgehoben. Er kann jetzt mit rausgehen, muss es sogar, die Bayern sind durch und das ist der Sieg für den FC Bayern München. Jannis Hohenester ist der Mann des Abends, der den Bayern nach 2019 zum zweiten Mal den Sieg bringt hier beim U14 Bundesliga Turnier in Sondershausen. Und da spielen sie enorm gut und dann ist Hohenester halt der, der etwas schneller ist als der Bremer Keeper Wim Hünicke. Und die Bremer stehen da und sind natürlich enttäuscht. Ein großer Kampf. Die liegen hier 1-0 vorn gegen den großen FC Bayern München. Kassieren spät den Ausgleich, eine Minute vor Schluss, und waren dann aber mit einem, das dürfen wir hier bei aller Liebe auch nicht vergessen, einem sehr starken Turnier und wirklich einem sehr starken zweiten Platz. Dennoch denke ich mal, jetzt wenn der erste Fuß abgelegt ist, auch nicht ganz unzufrieden nach Hause, oder? Ja, Glückwunsch erstmal an beide Mannschaften. Das war ein super Finale. Ich habe gesagt, es wird knapp. Ja, siehste, also ich wiederhole das mit den Lottozahlen nur allzu gerne. Der FC Bayern München ist der Gewinner des Cups in Sondershausen. Ein strahlender Gewinner. Zum zweiten Mal gewinnen die Bayern also nach 2019. Den Pokal, zweiter wird Werder Bremen und auf Rang 3 beendet Hertha BSC dieses Turnier. Das war's also hier von uns von Sport im Osten aus Sondershausen mit dem Livestream. Es war ein wirklich tolles Turnier, Lasse, fandest du bestimmt auch. Super, auch ein super faires Turnier, muss ich sagen. Auch jetzt zum Schluss noch bis zum Finale, eine schwere Partie, es hat richtig Spaß gemacht. Die Jungs Fußballspielen. In diesem Sinne verabschiede ich mich von Ihnen und euch hier aus dem Livestream. Alles Weitere und die nächsten Livestreams finden Sie wie gewohnt bei uns bei mdr.de/sport, in der Sport im Osten App und natürlich auf YouTube. Haben Sie noch einen schönen Samstagabend, ein schönes Wochenende. Bleiben oder werden Sie gesund, und dann sehen wir uns demnächst ganz bestimmt wieder. Ciao, tschüss aus Sondershausen.